Ja, ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, und zwar Professor Richard Werner. Er ist 1967 in Landau an der Isar geboren und hat in London, Oxford und Tokio Ökonomie studiert, lehrt derzeit an der Universität Southampton, ist dort Chair in International Banking. Er hat lange Jahre in Japan gelebt, in den 90er Jahren, als die japanische Krise dort auf dem Höhepunkt also war. Und ist durch Forschungen gerade in dem Zusammenhang, dass die Japan-Krise nicht erklärt werden konnte, doch in Insiderkreisen sehr bekannt geworden. Ich möchte da nur verweisen auf ein Buch von ihm, das leider bisher noch nicht in Deutsch vorliegt. Das ist Princess of the Yen. Es wurde 2001 zum Bestseller in Japan und ist ein spezielles Lehrbuch über die japanische Zentralbank und ihre Politik. So eine informelle Anleitung für Kreditvergabepolitik von Zentralbanken. Dieses Buch ist dann später auf eine Art und Weise ins Englische übersetzt worden, was Herr Werner noch etwas dazu sagen kann. Und im Jahr 2003 und auch ein Begriff, den er mit generiert hat, nämlich eine quantitative Lockerung, ist da auch irgendwie nach seiner Meinung Sinn und Zweck entfremdet worden. Dazu wird er sicherlich auch noch etwas sagen können. Ja, also ist ein sehr renommierter Forscher. Vielleicht zum Abschluss noch, im Jahre 2003 hat er beim Weltwirtschaftsforum in Davos einen Preis bekommen. Und zwar wurde er als einer der Global Leader for Tomorrow, in Deutsch Weltrichtungsgeber für morgen, ausgezeichnet. Das soll es jetzt aber gewesen sein, ich könnte noch viel, viel mehr sagen zu ihm. Ich möchte einleiten, ich habe Herrn Werner in Göttingen schon kennenlernen dürfen bei den Real Economics und vor 10 Tagen in Berlin bei der ersten Jahrestagung der Monetative. Und in Göttingen hat er einen Vortrag gehalten über die Notwendigkeit einer Reform der VWL, und die wollen wir jetzt eröffnen hier am Beispiel der Geldtheorie. Ja, Herr Werner, erzählen Sie einmal, wie Ihre Position da aussieht. Gut, danke für die Einladung erstmal und dann auch für die Einführung hier, die Vorstellung. Das Buch Princes of the Yen hat auch ein paar Kapitel über andere Länder, über die Asienkrise. Es hat auch ein Kapitel über die EZB. Und ich habe darin gewarnt, dass, weil die EZB so strukturiert wurde, wie sie strukturiert wurde, nämlich ganz anders als die Bundesbank, weil sie zu mächtig und unabhängig gemacht wurde, dass wir erwarten müssen, habe ich damals geschrieben, dass sie die großen Kreditzyklen und Kreditblasen, Asset Bubble und Bankenkrise erzeugen wird. Und tatsächlich, die EZB hat ja wirklich keine Minute verloren, seit sie angefangen hat, in Irland, Portugal, Griechenland und Spanien Kreditblasen von gigantischem Ausmaß, die sich auch im Vergleich mit Japan nicht verstecken müssen, erzeugt. Und ja, so ist eigentlich diese Vorhersage ist sehr gut gelegen. Im japanischen Buch 2001 war auch noch ein Kapitel über Amerika drin und Alan Greenspan und was er eben für eine Riesenblase erzeugt. Da war sozusagen das Frühstadium schon wieder der nächsten Blase. Und dass das natürlich auch alles zusammenbrechen wird und noch katastrophaler wird als bisher. Das hat sich auch relativ gut gehalten, diese Vorhersage. Ich möchte aber jetzt ja zum Thema kommen, obwohl das war natürlich auch schon Thema und da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Und zwar, ja, wie sieht es eigentlich so aus mit der Volkswirtschaftslehre und den Ansätzen, die die Experten uns bieten und uns im Fernsehen und in den Medien vorsetzen, aber auch in den Lehrbüchern und Lehrsälen? Denn die Geschehnisse der Bankenkrise, aber eigentlich auch, wenn man es genauer anschaut, überhaupt der letzten Jahrzehnte, sind wirklich sehr im Widerspruch zu den Theorien, die uns präsentiert werden. Und das sollte natürlich Anlass sein, diese Theorien nicht nur kritisch zu betrachten, sondern sie zu verwerfen und realistische, der Wirklichkeit nicht entfremdete, sondern wirklichkeitsnahe Theorien und Ansätze und Erklärungen zu suchen. Und das war eigentlich immer mein Ziel. Ich bin sehr empirisch orientiert und ein Suchender, der herausfinden wollte, was ist eigentlich passiert.
Und wenn man das offen macht, dann findet man auch Antworten, vielleicht oft nicht die Antworten, die man erwartet hätte oder sich wünschen würde. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Problemen mit der gegenwärtigen Theorie, Wirtschaftstheorie und Geldtheorie. Ich möchte mich also konzentrieren auf ein paar Punkte. Wir können ja dann im Zuge des Frage- und Antwort-Teils auf bestimmte Themen eingehen, die Ihnen vielleicht am Herzen liegen, die ich nicht ansprechen konnte, weil ich mich ja doch jetzt hier in dem Teil kurz halten möchte. Ein grundlegendes Motto und auch ein Los sozusagen, ein Spruch, der uns ständig vorgehalten wird von den Zentralbanken, ist ja die Geschichte, dass der Zins so wichtig ist. Der Zins ist das Hauptwerkzeug der Zentralbanken, wird uns von den Zentralbanken natürlich immer gesagt und auch den Experten und Ökonomen. Und das hat ja seinen guten Grund, denn er ist ja die wichtigste Kausalvariable. Der Zins treibt die Wirtschaft auf und ab und damit kann man deshalb die Wirtschaft gut steuern. Und was ist das für ein Zusammenhang? Naja, den kennen wir ja, höherer Zins verlangsamt Wirtschaftsaktivitäten und niedriger Zins oder eine Zinssenkung stimuliert die Wirtschaft, führt zur Expansion. Das sind so die Storys, die uns erzählt werden. Und das Interessante ist, das wird so oft wiederholt, dass natürlich jeder, auch die Experten, denkt, das ist schon 100-mal, 1000-mal bewiesen. Das ist klipp und klar, schwarz auf weiß haben wir das. Das sind Fakten, daher braucht man da gar nicht mehr nachprüfen. Und weil es eben so oft wiederholt wird, prüft das auch keiner nach. Und wenn man es nachprüft, stellt sich raus, das stimmt gar nicht. Und es gibt überhaupt keinen Beweis dafür. Es gibt keine empirischen Belege, die also über mittlere oder längere Zeiträume konsistent, konsequent zeigen, dass diese Zinstheorie stimmt und dass der Zins eben negativ korreliert ist mit dem Wachstum und dass der Zins führend ist, sozusagen, das passiert zuerst und die Wirtschaft folgt. Was wir sehen, wenn wir die empirischen Zahlen anschauen, das ist im Prinzip egal, welches Land wir da betrachten, ist, dass der Zins dem Wirtschaftswachstum folgt. Wenn sich das Wachstum verlangsamt hat, dann wird der Zins gesenkt und auch im Markt, im Anleihenmarkt, da haben wir dann einen niedrigeren Zins. Wenn das Wirtschaftswachstum sich beschleunigt hat, danach steigt der Zins. Und so ist es im Prinzip immer. Und das bedeutet natürlich, der Zins ist das Resultat und eine Reflexion mit Verzögerung der Wirtschaftsbewegung und kann daher natürlich gar nicht die Ursache sein und ist da natürlich auch völlig nutzlos oder ja, fast völlig nutzlos, sagen wir mal, als geldpolitisches Werkzeug. Denn da bräuchten wir doch Werkzeuge, die irgendwie kausal die Wirtschaft ein bisschen manipulieren können und wo man ein bisschen Vorlaufzeit hat, denn sonst klappt das ja nicht. Also das ist schon mal erstaunlich, wenn man sich diese Tatsachen anschaut und das zeigt dann, dass wir sehr viele Probleme haben mit unseren Wirtschaftstheorien, denn wenn es in so grundlegenden Fragen so grundlegend falsch ist, dann liegt natürlich auch nahe, dass sonst kaum anderes, das darauf aufgebaut ist, stimmen kann. Ein anderer Punkt, der natürlich auch dem Laien jetzt bekannt und offensichtlich wurde im Zuge dieser Bankenkrise, ist, dass Banken wichtig sind. Das weiß natürlich jeder Otto Normalverbraucher auf der Straße, weiß das besser als der Ökonomieprofessor, denn die VWLer, die an den Lehrstühlen arbeiten, die haben natürlich Modelle, wo keine Banken drin sind. Warum? Ja, die sind ja nicht so wichtig. Das war bisher der Ansatz. Die Banken sind nichts Besonderes, das sind einfach Finanzvermittler und was die machen, kann daher genauso dargestellt werden, wenn man eben einen Zinssatz hat vom Anleihenmarkt, weil der Anleihenmarkt ist eben ein gutes Beispiel für den Finanzmarkt und Banken sind da einfach, ja, Finanzmarktspieler oder Vermittler, Intermediäre, daher brauchen wir sie nicht speziell gesondert darstellen und daher sind sie gar nicht in den Modellen vertreten. Ich meine, das war eigentlich schon immer klar und dem Laien sicherlich klarer als den Experten, dass das Unsinn ist, aber jede Bankenkrise, und da haben wir ja auch genügend gehabt, über 100 in den letzten 50 Jahren, zeigt natürlich immer wieder, dass Banken doch irgendwie anders sind, denn wenn es da kriselt, dann wirkt sich das fast immer sehr, sehr deutlich und sehr schmerzhaft auf Finanzmärkte und natürlich auf die Wirtschaft, die Realwirtschaft aus, auf den Wirtschaftszyklus.
Und man kann ja diese Sequenz sehr gut beobachten. Wir haben also erst Kreditausweitung der Banken, dann haben wir, insbesondere wenn sie also mehr ausweitet als das nominale Wirtschaftswachstum, dann haben wir Asset-Vermögenswerte blasen, Asset Inflation, da gehen da die Aktienpreise, die Immobilienpreise hoch und das ist immer nicht nachhaltig und daher, was folgt dann, das ist immer eine Bankenkrise und alles stürzt natürlich dann ab, die Vermögenswerte gehen runter, Banken haben Notleihekredite, sind ja recht schnell bankrott, denn sie haben sehr wenig Kapital, meistens so 5% oder weniger, selbst 10%, das die wenigsten Banken tatsächlich haben, ist ja auch nicht viel. Das heißt ja nur, dass wenn die Aktiva, also die Vermögenswerte, die Kredite, die da ausgegeben wurden, wenn die nur um 10% im Wert fallen, dann ist die Bank bankrott. Und was sind schon 10% Bewegung in den Märkten? Und dann folgt eben die Kreditklemme und die Rezession. Also was wir benötigen, ist eine empirische VWL und Modelle und Analysen, die das realitätsnah zeigen. Und wenn man das macht, dann ist es ganz klar, dass die Banken im Zentrum der Wirtschaft stehen. Ich meine, das, wie gesagt, das weiß ja jeder eigentlich, aber die Experten wussten das halt nicht. Andere sind da sicherlich nicht überrascht, wenn man diese Feststellung macht. Und wie sie funktionieren, ist eben auch ein bisschen anders, wie das immer dargestellt wird. Wenn Sie in die Lehrbücher reinschauen, dann werden Sie da nichts finden von der tatsächlichen, von den Details der Geldschöpfung, wo denn eigentlich das Geld herkommt. Und so als Laie ist man ja doch schon öfters dran interessiert und denkt sich mal, ja, wo kommt eigentlich das Geld her, wie geht das so? Die meisten werden dann irregeführt und denken, ja, das kommt sicherlich von der Zentralbank, nicht? Denn schließlich die Papiergeldscheine haben ja den Namen der Zentralbank drauf. Das kann man natürlich auch schnell rausfinden, dass das nur, also Zentralbankgeld nur zwischen 2% und 4%, so im Durchschnitt 3% der Geldmenge ist. Und daher bleibt dann die Frage, ja, wer kreiert und verteilt nach welchen Methoden die 97% der Geldmenge, die ja wirklich im Prinzip die ganze Geldmenge ist, denn die 3% sind dann auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie entsteht dieses Geld? Und das ist eben nicht in den Lehrbüchern drinnen, die verwendet werden für Studenten, die also sich weiterbilden in der VWL, besonders Masterstudiengänge oder Doktoranden, die eigentlich da besonders ausgebildet werden müssen, da ist das gar nicht drinnen. Gar nichts. Da sind ja auch keine Banken drin. Die Antwort ist natürlich, und viele von Ihnen wissen das ja, dass die Banken Geld aus dem Nichts schöpfen durch ihre Kreditschöpfung. Das wird ja auch von den Zentralbanken zwar oft an relativ obskuren Stellen, aber doch immerhin in offiziellen Veröffentlichungen genau auch so beschrieben. Das ist also eine Tatsache und es ist dann klar, dass das natürlich in Wirtschaftsmodellen drin sein muss und schnell zum Zentrum des Modells wird. Denn wer Geld schaffen kann und die Entscheidung trifft, wie das Geld verwendet wird und wie viel geschaffen wird, für welchen Zweck, der steht natürlich im Mittelpunkt der Wirtschaft und der Wirtschaftsentwicklung und kann und wird durch die Kreditschöpfungsentscheidungen natürlich auch die gesamte volkswirtschaftliche Landschaft in den folgenden Jahren gestalten, möglicherweise neu gestalten, möglicherweise umkrempeln durch diese Kreditallokationsentscheidungen. Und mein Ansatz und meine Analyse zeigt eben, dass die, also etwas vereinfacht dargestellt, im Prinzip haben wir drei Szenarien, dass die, es gibt also die gute Kreditschöpfung, das ist, wenn Banken Kredite für produktive Zwecke vergeben, das bedeutet für Investitionen, die also neue Güter und Dienstleistungen schaffen oder Produktivität erhöhen, zum Beispiel neue Technologien, neue Ideen werden umgesetzt, das ist nicht inflationär, hat also keine negativen Auswirkungen, es ist nachhaltig, diese Kredite können dann auch finanziert und zurückgezahlt werden, führt also auch nicht zu Bankenkrisen, führt zu stabilem Wachstum, Beschäftigung kann erhöht werden und so weiter. Das ist also die produktive Kreditschöpfung. Dann haben wir aber die unproduktive Kreditschöpfung und bei der unproduktiven Kreditschöpfung gibt es auch etwas vereinfacht, aber gibt es im Prinzip zwei, die zwei wichtigsten Möglichkeiten. Der Konsumkredit,
Das ist also, das sind Transaktionen, die sind Teil vom BIP für Konsum. Und es ist klar, wenn die Banken eben durch Kreditvergabe neues Geld schaffen und das wird dem Konsumenten für Konsum gegeben, dann haben wir also neues Geld einerseits. Aber wir haben ja in dem Moment keine größere Anzahl von Gütern und Dienstleistungen. Und daher muss das natürlich also zu Inflationsdruck führen. Das ist natürlich auch offensichtlicher und da haben auch Zentralbanken seit der Inflation der 70er Jahre, die auch damals von den Zentralbanken geschürt wurde, aber seitdem haben sie da etwas mehr aufgepasst und das ist auch von der Öffentlichkeit natürlich besser verfolgt. Nur, wir wissen ja meistens gar nicht, was die Inflation ist. Oder sagen wir mal anders, wir wissen es vielleicht schon, aber es ist halt nicht in den offiziellen Daten. Das hat man ja bei der Einführung des Euro gesehen. Das war ja auch schon sehr interessant, wie da praktisch keine Inflation da war, wenn jeder wusste, dass ja doch extrem hohe Inflation da war. Aber das ist ein anderes Thema, die vielleicht ja den Zentralbanken auch weniger oder sagen wir mal so in den Veröffentlichungen der Zentralbank weniger betonte Art der Inflation, die Vermögenswerteinflation, Asset Inflation, die wird entstehen, wenn die zweite Art der unproduktiven Kreditschöpfung zum Tragen kommt und das ist Kreditvergabe für Transaktionen, die nicht einmal zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, nämlich Finanztransaktionen einschließlich Immobilientransaktionen, Vermögenswertetransaktionen, die wenn die vom Kredit finanziert werden, dann haben wir eben Geldschöpfung, Gelddrucken, aber es werden eben auch keine neuen Güter und Dienstleistungen geschaffen, die den Kredit bedienen und zurückzahlen können, sondern es werden Transaktionen damit finanziert, die zur der Spekulation dienen, das heißt Vermögensgewinne erzielen wollen und das wird natürlich dann sofort ein Ponzi-Scheme, ein Pyramidenspiel, denn man druckt ja Geld und pumpt das in die Finanzmärkte, was muss dann da passieren mit den Preisen? Na klar, die müssen ansteigen und dann hat man diese Vermögenswerte, Inflation und diese Gewinne, die Kapitalgewinne, aber natürlich nur die anfangs also frühzeitig einsteigen. Wenn dann diese Blase zu Ende geht und wann sie zu Ende geht, das wissen wir natürlich immer, wenn nämlich die Kreditschöpfung für Finanztransaktionen zurückgeht. Denn das treibt alles. Und sobald sich das verlangsamt oder sogar auf Null geht oder negativ wird, die Preise fallen dann an in der Vermögenswerte, dann gibt es die ersten Verluste und das sind eben die sehr spät eingestiegen sind. Und dann sieht man natürlich auch das Spiel zwischen Insiders und Outsiders, die da ein bisschen mehr Bescheid wissen oder vielleicht sogar informiert sind mit der Kreditschöpfung. Die können natürlich früh einsteigen und wenn es dann in Newsweek oder Time Magazine die Titelgeschichte ist, man soll jetzt diese oder jenen Vermögenswert oder Währung oder Aktien oder irgendwas kaufen, dann weiß man natürlich, das ist schon der Höhepunkt, die Insider verkaufen schon. Und das führt dann immer zu Problemen, und zwar großen Problemen, weil es nicht nachhaltig ist und das weiß man auch immer. Und das ist ja, wie gesagt, und wie Sie hören, das ist ja alles nicht komplex, was ich hier beschreibe. Und ich hoffe, es klingt nicht komplex, denn es ist, dann muss ich es noch leichter beschreiben, denn es ist sehr einfach. Wo das Geld hinkommt, wie viel verwendet wird, für welchen Zweck, entscheidet einfach alles. Und wenn es nicht produktiv verwendet wird für Spekulation, dann schaffen wir damit die Vermögensblasen, Vermögenswerteblasen und damit Bankenkrisen, weil das nicht nachhaltig ist und immer zu notleidenden Krediten führt. Und die Banken sind, wie gesagt, sehr schnell bankrott. Und dann ist natürlich die Kreditklemme dran, dann wird auch die Kreditvergabe zur Realwirtschaft eingeschränkt. Und dann können wir natürlich genauso eine ganz lange Rezession haben, wie Japan ja auch zeigt, wo wir schon jetzt im Anfang des dritten Jahrzehnts der Rezession sind. Da kann man natürlich was dagegen machen, das ist jetzt der nächste Punkt. Es muss alles nicht so kommen, da gibt es sehr viel, was man dagegen tun kann, alles auch nicht komplex. Aber stellt sich raus, oft wollen die Entscheidungsträger diese Maßnahmen nicht durchführen und daher werden die Krisen dann immer wieder entstehen oder Rezessionen sind immer länger als sie sein müssten oder als man denkt. Daher natürlich auch über 20 Jahre Rezession in Japan. Also was kann man tun? Herr Werner, ja? Bevor Sie zu dem Lösungsvorschlag kommen, möchte ich Sie ganz kurz unterbrechen oder habe das schon getan.
um eine Einordnung in die wirtschaftspolitische Debatte zu machen und zu ermöglichen. Ja. Sie haben natürlich dadurch, dass Sie in Japan waren und diese Krise dort hautnah erlebt haben, erlebt, dass eine Kreditvergabe in die Realwirtschaft, die typisch war für Japan in der Zeit Ende der 80er Jahre, für den ganzen Wiederaufstieg Japans, haben Sie direkt miterlebt. Und Sie haben dann eine These gemacht, dass es dann danach einfach etwas gemacht wurde, wie die Angelsachsen es machen, nämlich in diese Vermögenspreisblasen zu gehen. Aber noch eine Seite scheint mir hier bedeutsam zu sein. Sie, im Gegensatz zu der Mehrheit Ihrer Kollegen, sagen Sie auch, dass der Vorgang der Markträumung durch ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage eigentlich eine Ausnahmeerscheinung ist. Damit tun Sie auch empirisch, sage ich mal, versuchen, das zu beschreiben, was da wirklich passiert. Wenn Sie das vielleicht nochmal ganz kurz erläutern können, dass es nämlich kein Gleichgewichtszinssatz gibt, sondern dass eine Mengenrationierung nach Ihrer Meinung eigentlich stattfindet im Kreditmarkt. Okay, ich meine, es ist im Prinzip, das Argument ist das gleiche, ob jetzt Kreditmarkt oder auch andere Märkte. Vielleicht, wenn ich das so erklären darf, wo kommt dieser Gedanke her, dass der Zins so wichtig ist? Da er empirisch nicht fundiert ist und ganz im Gegenteil, die Tatsachen ja ganz anders liegen. Wo kommt denn dann dieser Gedanke her? Es ist logisch und so ist es ja alles ganz überzeugend und stellt sich aus, es ist auf reiner Theorie aufgebaut. Und das ist eben diese Gleichgewichtstheorie, Angebot gleich Nachfrage. Die zwei Kurven überschneiden sich, da ist das Gleichgewicht und man hat immer einen Preis, links vertikale Achse und rechts horizontal haben wir die Menge. Und das ist jetzt, ob das jetzt der Arbeitsmarkt ist mit den Löhnen und der Anzahl der Angestellten oder der Arbeitnehmer, Arbeiter oder ob das jetzt der Geldmarkt ist mit dem Preis des Geldes, der Zins und dann eben die Menge des Geldes oder des Kredits. Das Modell wird immer angewandt und da ist dann immer der Preis das Wichtigste, weil der Preis ja dazu führt, dass wir Gleichgewicht haben. Denn wenn der Preis zu hoch ist, dann kann man seine Güter nicht verkaufen sozusagen und mit dem Geld ist es genauso. Wenn es zu teuer ist, dann haben wir einfach nicht genug Nachfrage nach dem Geld. Das bleibt liegen, wird uns gesagt. Daher wird der Preis reduziert, bis wir zum Gleichgewicht kommen und umgekehrt. Jetzt ist aber so, diese schöne theoretische Story hat sehr viele zwingend notwendige Annahmen, die fürs Resultat, für dieses Gleichgewicht nötig sind und ohne die erhalten wir kein Gleichgewicht. Und das ist eine ganz lange Liste, das beinhaltet so Sachen wie perfekte Information, alle sind über alles perfekt informiert und natürlich und so weiter, komplette Märkte, Wettbewerb, perfekter Wettbewerb, also Millionen von Kleinstunternehmen, keine Oligopole und so weiter. Und die Liste geht weiter, eben keine Transaktionskosten und so weiter. Wenn wir also etwas realistisch denken und uns interessieren, wie es eigentlich auf unserem Planeten aussieht mit den Märkten, dann wissen wir sofort, wir können ja kein Gleichgewicht haben. Es gibt also kein Gleichgewicht in keinem Markt, denn die dafür notwendigen Voraussetzungen sind so extrem und eben von sehr traumhafter Natur, dass wir wissen, dass sie auf diesem Planeten niemals zutreffen. Daher, was passiert dann? Sind die Märkte nicht im Gleichgewicht, im Ungleichgewicht, sie sind also rationiert und dann haben wir plötzlich nicht mehr den Preis als wichtigste Variable, sondern die Mengen. Da gibt es ein Prinzip, die kleinere Menge von Angebot und Nachfrage, das ist der kleine gemeinsame Nenner, und der kann ja nur als Transaktion umgesetzt werden, der wird gehandelt. Also die kürzere Seite von Angebot und Nachfrage, sagt man, da wird gehandelt. Und bei Geld, bei Kredit, da sind wir eben jetzt beim Thema, da geht das natürlich sehr schnell rauszufinden, was ist kleiner, was ist größer. Denn bei Geld ist einfach die Tatsache, dass da immer Nachfrage besteht, denn Geld ist so nützlich. Und daher ist die Nachfrage immer praktisch unendlich. So dass wir wissen, dass Angebot natürlich die kleinere Seite ist, so dass die Menge des Angebots immer der rationierende Faktor ist. Und das andere Interessante ist, in dieser Ungleichgewichtsökonomie, wenn wir also Rationierung erkennen in allen Märkten als Tatsache, die kürzere Seite, also die Angebot und Nachfrage, was die Menge, die kleiner ist, nicht, von Angebot und Nachfrage, diese kürzere Seite, die hat nämlich dann auch Macht, und zwar Verteilungsmacht und Gewalt. Denn man kann sich dann aussuchen, mit wem man Geschäfte macht. Es werden ja nicht alle zum Zug kommen. Das bedeutet ja Rationierung. Und Sie kennen das ja alle, wenn Sie sich schon mal irgendwo beworben haben. Ich meine, man sieht es täglich. Wenn Sie durchs Leben gehen, dann können Sie jeden Tag hunderte von Beispielen finden. Diese Rationierung, so sieht es natürlich auch im Geldmarkt aus. Also das Angebot ist die kleinere Seite und die Banken können daher entscheiden, wem sie das Geld geben, für welche Zwecke. Das führt auch dazu, man kann dann eben marktexterne und nicht im Preis beinhaltete andere Vorteile rausziehen, weil man diese Allokationsentscheidungsgewalt hat.
Das sehen wir ja auch in allen möglichen Beispielen, ob das jetzt Hollywood ist, nicht, was man da tun muss, um ausgewählt zu werden, nicht, als Schauspieler und so weiter, nicht. Sie können sich denken, also diese Gewalt wird eben immer auch, da ist immer die Versuchung da, dass man das ausnutzt, wenn man an der kürzeren Seite sitzt, sozusagen, wo man die Entscheidungsallokationsgewalt hat. Das ist dann realistischere Ökonomie. Und tja, das bestätigt nur, was wir eigentlich jetzt schon erklärt haben, dass eben die Kreditmenge die entscheidende Makrozahl und Variable ist. Und wir müssen natürlich analysieren, für was wird der Kredit verwendet. Und dann sehen wir gleich, wie es lang geht mit der Wirtschaft. Beantwortet das Ihre Frage? Ja, das auf jeden Fall, weil Sie bauen ja auch auf Arbeiten von, ja, das geht zurück bis Josef Schumpeter. Und ich glaube, dass auch Josef Stiglitz ein bisschen sich um diesen Sachverhalt bemüht hat. Sie sehen ja die Kreditvergabe als, also die nutzbringende Kreditvergabe in die Realwirtschaft als das eigentliche Stellparameter für eine, sage ich mal, vernünftige wirtschaftliche Entwicklung. Insofern war dieser Punkt nach meiner Meinung jetzt sehr wichtig, dass Sie den nochmal ausgeführt haben. Ich möchte ganz kurz an Arne übergeben. Arne, hast du da noch Nachfragen? Ja, ich wollte nur mal noch fragen. Wir sind uns soweit einig, dass Sie sagen, der Zins spielt natürlich auch eine Rolle. Der Zins ist der Preis für Geld auf Zeit, oder würden Sie das auch nicht so sehen? Ja, was der Zins ist, das wäre eine längere Debatte. Ich will vielleicht nur dazu Folgendes sagen. Die Rolle des Zinses und eben auch die Wichtigkeit des Zinses, die ist, gelinde ausgedrückt, extrem übertrieben in der VWL. Und in der Realität ist der Zins eben weit weniger wichtig, in vieler Hinsicht. Und es gibt für die Zwecke, für die wir den Zins wahrscheinlich ja im gegenwärtigen System brauchen, da gibt es natürlich auch Alternativen. Und es gibt eben auch da Systemalternativen, sodass man dann im Allgemeinen sagen kann, also es ist sicherlich sehr gut vorstellbar, dass wir also zinslose Systeme haben. Die Finanzkrise 2007, 2008, die konnte doch nur deshalb passieren, dass über lange Jahre hinweg vorher Leute Geld bekommen haben zu sehr, sehr niedrigen Zinsen, dass es sich gelohnt hat, ein Haus zu kaufen, anstatt in Miete zu wohnen. Und das hat ja diese Finanzblase auf dem Immobilienmarkt in den USA erst eingeleitet. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass der Zins nicht ganz so runtergespielt werden kann. Ich stimme mit Ihnen überein, dass es vielleicht nicht im richtigen Rahmen gesehen wird. Aber ich glaube schon, dass der Zins doch eine wichtige Rolle spielt. Sie können aber eine Vermögenswerteblase erzeugen mit steigendem Zins. Und meistens steigt er auch währenddessen. Und dann ist eben klar, es ist nicht der Zins an sich. Denn es ist ja, weil wir einen rationierten Markt haben, ist es einfach die Kreditmenge. Also wenn Sie hohen und steigenden Zins haben, dann werden Sie trotzdem eine sich noch weiter ausweitende Blase haben, wenn die unproduktive, also spekulative Kreditschöpfung weiter ansteigt. Das sind eben die Zusammenhänge und daher ist der Zins nicht ausschlaggebend und oft sehr irreführend, denn ich meine, gut, in den 90er Jahren hat ja in Amerika die Zentralbank auch die Zinsen die ganze Zeit im Prinzip angehoben, mit einer Ausnahme von anderthalb, zwei Jahren um 98 rum. Die sind seit 1993 in den 90er Jahren gestiegen und gestiegen und gestiegen. Das hat die Blase nicht verhindert. Denn die Kreditschöpfung ist ja auch gestiegen. Andersrum, die Bank von Japan hat in den 90er Jahren die Zinsen gesenkt und gesenkt und gesenkt, mit 7% angefangen. Und am Ende des Jahrzehnts hatten wir dann so um die 0,0001%. Und das hat der Wirtschaft auch nichts Gutes getan. Die hat sich nicht beschleunigt. Denn, wie gesagt, es ist einfach nicht der Zins. Die Kreditschöpfung ist weiter zurückgegangen und dann fallen sie trotz fallenden Zinsen weiter in die Rezession. Ist aber nicht dann die Schlussfolgerung eher die, dass man sagt, Volkswirtschaft lässt sich nicht monokausal erklären, sondern dass man sagen muss, es sind die vielen Maßnahmen, die in bestimmten Zusammenhängen eine Rolle spielen können, aber nicht müssen, und andere, die dazukommen. Und ich glaube, das ist doch auch das, was ich meinte, auch bei Ihnen aufgrund der empirischen Nähe Ihrer Forschung und Ihrer Arbeit zu sehen, dass man gerade nicht die Dinge zu simpel sieht. Und ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Da müssen Sie mal die empirischen Forschungen anschauen. Ich stimme Ihnen überein, man sollte offen sein alternativen Erklärungen gegenüber. Man sollte die prüfen, auch empirisch. Und das mache ich ja in meinen empirischen Tests. Da werden erstmal alle Variablen reingetan,
einschließlich natürlich dem Zins oder verschiedene Arten des Zinses sogar. Und dann wird, das ist der britische Ansatz in der Ökonometrie, dann wird aus diesem allgemeinen Modell ein spezielles Modell durch schrittweise Reduzierung von redundanten Variablen, die man nicht braucht, die keine Erklärungskraft haben. Man kann dann, wird auch immer gleich getestet, wenn eine rausfällt, ist das gültig, die rauszunehmen. Und dann macht man so weiter und was stellt sich da raus? Der Zins fällt immer raus. Und was bleibt übrig, ist im Prinzip monokausal, nämlich die Kreditschöpfung erklärt praktisch alles. Herr Werner, ich habe ja einige Fragen auch von Herrn Peukert mir erbeten und eine möchte ich Ihnen stellen. Er stellt nämlich die Frage, wie Sie die Brechung der Inflation durch die Fed Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre von dem damaligen Fed-Chef Paul Volcker interpretieren, der ja durch sehr hohe Zinsen die Inflation damals gebrochen hat. Dieser Vorgang steht ja nicht quer zu Ihrer Hypothese, dass der Zins also immer erst folgt. Er hat doch eindeutig Wirkungen damals gehabt. Nein, hat er nicht, denn der Zins, der wurde ja erst erhöht, nachdem die Wirtschaft extrem, also nominal gesehen, sich expandiert hatte und nachdem die Preise sehr angestiegen waren. Was war denn die Ursache? Was war der Kausalfaktor? Massive Kreditexpansion, das hat diese Inflation auch der 70er erzeugt. Das war nicht mal primär der sogenannte Ölschock, sondern das war die massive Kreditexpansion der Zentralbanken und Banksysteme, die auch vor dem Ölschock 73 schon angefangen haben. Da war eigentlich 72 der Höhepunkt. Und das wurde dann wieder zurückgenommen und dann gehen die Preise ja auch wieder, also dann geht die Inflation zurück, nicht? Und danach geht der Zins dann natürlich auch wieder runter. Aber wie gesagt, der ging ja erst hoch, nachdem wir das alles schon hatten. Also das passt auch in den 70er Jahren und 80er sowieso. Ja, vielen Dank, Herr Werner. Das steht natürlich, und das ist hochinteressant, eigentlich quer zu den ganzen üblichen angebots- und nachfrageorientierten Wirtschaftsschulen, die wir eigentlich so kennengelernt haben. Und wenn wir jetzt vielleicht überleiten können, dann würde ich auf die Eurokrise und auf den Bankenrettungsplan von Ihnen jetzt eingehen wollen, Herr Werner. Weil der Vorschlag, der ist ja auch hochinteressant, wie man eigentlich aus dieser Krise, die wir im Augenblick in Europa erleben, herauskommen könnte, ohne diese vielen Verrenkungen, Probleme, also einen europäischen Bundesstaat, diese Rettungsmaßnahmen. Wenn Sie das vielleicht nochmal in wenigen Worten oder so kurz halt, wie es geht, irgendwie vorstellen könnten, Ihren Rettungsplan zur Bankenrettung. Darf ich da mal kurz vorher einhaken? Den PET habe ich versucht, Ihre These mal auf drei Sätze zu bringen und meine Bitte wäre, sich das anzugucken, ob Sie damit übereinstimmen. Also ich schreibe hier Ausgangsbuchung Darlehen NB an Girokonto NB. Ja, das ist praktisch die Kreditvergabe. Das ist die Geldschöpfung Kreditvergabe. Die Ausgangsbuchung ist ja deshalb notwendig. Es gibt ja keine faulen Kredite, wenn es nicht vorher Kredite gegeben hat. Also Sie meinen jetzt also Jahre vorher eben diese exzessive Kreditvergabe? Egal wann. Egal, ja, okay. Ob es jetzt exzessiv war oder nicht, das sei dahingestellt, sondern es hat vorher mal eine Kreditvergabe gegeben, ohne sie jetzt werten zu wollen. Und dann kommt man jetzt zur Situation, jetzt sind faule Kredite da. Und da war ja Ihr Vorschlag, Zentralbank übernimmt die faule Kredite zum Nennwert. Die Buchung lautet dann Barreserve an Darlehen. Das ist ein Aktivtausch. Und dann, um es mal verkürzt zu sagen, alle sind zufrieden und der Staat muss keine Kredite aufnehmen, um die Banken zu retten. Und drittens, niemand wird dabei geschädigt. Und in Klammer habe ich dann die Free-Lunch-These. Was ich sage, ist kein Free-Lunch. Also ich werde es jetzt erstmal erklären, falls der Zuhörer nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob das jetzt alle lesen oder ich möchte es auch in einfachen Worten erklären. Also die Lösung, die wir also brauchen in Europa, ist nicht, was gemacht wird und wurde. Was gemacht wurde, kurz beschrieben, in so Ländern wie Irland, wo die Banken eben durch diese Kreditblase, die von der EZB erzeugt wurde, bankrott sind, da sah sich dann die Regierung gezwungen, die Banken im Prinzip zu verstaatlichen. Das heißt, der Steuerzahler muss für die Bankensanierung herhalten. Das kommt sehr teuer. Plötzlich ist Irland bankrott, also Riesenverschuldung, Zinsen, Zinseszins, Zinszahlungen werden in den nächsten Jahren dann sehr, sehr wichtig fürs Budget sein. Da wird dann überall der Gürtel enger geschnallt, Ausgaben gehen zurück, die öffentlichen Angestellten verlieren ihre Jobs, Staatsausgaben gehen zurück in Gesundheitswesen, im Erziehungssystem und so weiter. Nicht? Also so ist das auch in Irland natürlich, genauso wie in Spanien, Portugal und Griechenland, denn dort hatten ja auch die
die Regierung natürlich ihre Budgets alle erweitert im Zuge der Kreditblase, weil einfach viel mehr Steuernahmen reinkamen. Man geht davon, ging dann fälschlich davon aus, dass das halt so weiterging. Und als die Blase geplatzt ist, kamen dann plötzlich keine Steuereinnahmen mehr rein. Und dann waren die ganzen Budgets natürlich auch falsch und da waren sie auch alle schnell bankrott. Aber das Teuerste war natürlich immer noch diese Bankenrettung, die dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat in den meisten Ländern. Und das ist eben alles ganz falsch angegangen worden. Ich hatte es ja auch schon 2005, 2007 in meinen Büchern beschrieben. Also wenn es da mal soweit ist, man kann diese Blasen natürlich auch verhindern und diese Krisen, aber wenn man trotzdem eine hat, was man dann machen muss. Und das ist Folgendes. Erstens, man muss dafür sorgen, dass die Banken wieder gesund genug sind, um Kredite für produktive Zwecke zu vergeben. Denn sonst geht es einem wie in Japan, wo dann 20, 30 Jahre lang einfach eine Rezession da ist, weil die Banken das nicht machen. Die Banken haben natürlich ja einiges falsch gemacht, die müssen auch bestraft werden. Also zum Beispiel das Management muss halt raus und vielleicht müssen auch die Besitzer enteignet werden. Also das sind alles so Sachen, da kann man sich noch Details überlegen, wie genau man die bestrafen will. Aber solange wir übereinstimmen, die müssen irgendwie bestraft werden und es müssen sich Mechanismen eingeführt werden, dass man das verhindert in der Zukunft. Das ist das Einfachste, dass man Kreditlenkung betreibt. Das heißt, Banken dürfen einfach nicht unproduktiv Kredit schöpfen. Fertig. Dann haben wir keine Blasen mehr und keine Bankenkrisen. Aber jetzt ist es einfach passiert. Wir werden die Mechanismen ab jetzt einführen im Zuge meiner Vorschläge, sagen wir mal. Aber wie kommen wir jetzt möglichst ohne weitere Kosten raus? Denn es ist natürlich kein Free Lunch, denn wo wir heute stehen, haben wir schon unglaublich viel Kosten gehabt. Das sind ja Kosten. Da hätten wir vor ein paar Jahren, vor der Bankenkrise, wenn jemand gesagt hätte, wir brauchen jetzt plötzlich so und so viele Hunderte von Milliarden für irgendein Projekt, dann alle gesagt, spinnt ihr das? Das haben wir nicht, das gibt's nicht, das ist unmöglich. Das wurde aber dann tatsächlich von den Regierungen aufgebracht, um die Banken zu sanieren. Also, wir brauchen jetzt keine weiteren Kosten. Wir haben schon genug Kosten gehabt. Es ist also kein Free Lunch. Was wir tun müssen, ist zu verhindern, dass es noch teurer wird, dass es noch unnötig noch teurer wird. Wie können wir das machen? Ganz einfach, die Zentralbank geht hin, also jetzt sagen wir Spanien, geht die Zentralbank zu den spanischen Banken und sagt, naja, wir wissen, ihr habt da auf der aktiver Seite ein Loch in der Bilanz. Ihr habt da Vermögenswerte und Kredite in der Bilanz zu 100. Die kann man jetzt sicher nicht zu 100 verkaufen. Was sind sie wert? Weiß kein Mensch. Vielleicht 20, wer weiß es nicht. In so Krisensituationen geht natürlich auch der sogenannte Marktwert ins andere Extrem über. Sagen wir mal fürs Argument einfach 20. Und die Zentralbank sagt, okay, wir nehmen euch das ab. Für 100, dann sind die Banken natürlich saniert. Die Zentralbank tut das also jetzt auf ihre Bilanz, genau gesagt wird sie das über eine Tochterfirma machen, aber das sind eben auch Details. Im Prinzip tut sie es auf ihre Bilanz und bucht es nicht zum sogenannten Marktwert, denn wir wissen ja nicht, was der Marktwert ist. Sie lässt es halt zum Buchwert stehen, zu dem sie es tatsächlich gekauft hat. Das ist ja eine Tatsache, dass es dann zu 100 gekauft hat und Buchhaltung. Es gab ja auch schon, also in der Geschichte der Buchhaltung, der längere Zeitraum war, hatte man die Ansicht über den längeren Zeitraum hin, dass wir Tatsachenbuchhaltung durchführen sollen, nämlich die tatsächlichen Transaktionen darstellen sollen. Und das ist ja eine echte Transaktion, die dann dargestellt wird. Es bleibt also zu 100 in der Zentralbank Bilanz. Zentralbanken müssen nicht, wenn sie das nicht freiwillig so wählen, zum Marktwert buchen. Und dann ist das Problem gelöst. Die Zentralbank hat natürlich keine Kosten, denn man verwendet ja das Zentralbankprivileg. Man kann als Zentralbank alles kaufen und hat erstmal keine Kosten. Wenn die Zentralbank natürlich das mit dem Nichtbankensektor machen würde, wäre das vielleicht möglicherweise inflationär. Aber wir haben auch keine Kosten im Sinne von Inflationskosten, weil das ja eine Buchung zwischen Zentralbank und Banken ist. Und Inflation kann nur entstehen, ich glaube, da werden Sie mir alle zustimmen, wenn Geld in die Wirtschaft gepumpt wird, zu viel für unproduktive Zwecke. Aber hier wird nichts in die Wirtschaft gepumpt. Wirtschaft definiert als der Nichtbanksektor. Wir müssen ja unterscheiden zwischen denen, die Geld schöpfen können, Zentralbanken und Banken, und denen, die es nicht können, Rest der Wirtschaft, Nichtbanksektor. Und nur wenn es von den Banken und Zentralbank in den Nichtbanksektor geht, dann könnte überhaupt die Möglichkeit der Inflation entstehen. Das ist also hier unmöglich. Es entstehen also keine Kosten. Und das ist natürlich der beste Weg, das Problem zu lösen. Der Steuerzahler muss dann nicht dafür aufkommen und wir müssen nicht die Gürtel enger schnallen und wir brauchen keine Kürzungen und so weiter. Das alleine wird jetzt
wahrscheinlich nicht ausreichen. Insbesondere in so Ländern wie Griechenland oder Irland, wo wir ja eine massive Blase hatten und dann eine massive Implosion und Kreditzerstörung. Die ganzen Bankangestellten, die sind weiterhin noch im Schockzustand. Das hatten wir eben auch in Japan. Da sind die Banken ja mittlerweile schon länger saniert, aber vergeben trotzdem keine Kredite. Deswegen brauchen wir noch einen zweiten Schritt. Und der ist, wir müssen den Banken helfen, jetzt noch produktiv Kredit zu vergeben. Das kommt schon, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, aber sie springt ja nicht an, wenn die Kreditschöpfung nicht anspringt. Also können wir das kickstarten, indem wir was anderes tun, was gleichzeitig noch ein halbes Dutzend anderer Probleme löst. Spanien, wie Sie alle wissen, hat ja Probleme, sich zu finanzieren. Meistens sind das nur Rollovers, da werden die alten Anleihen durch neue ersetzt, aber selbst da gibt es ja immer Probleme, die Zinsen werden hochgetrieben, Spekulanten verkaufen, die Ratingagenturen reduzieren die Ratings und wir haben den Teufelskreis, Banken kaufen natürlich auch teilweise diese Staatsanleihen und müssen sie dann zum Marktwert bewerten. Und das bringt dann wieder die Bankbilanzen zum Kippen. Der Staat hat dann wieder Probleme, wenn die Bank finanzieren muss, dann werden die Schulden wieder größer und so weiter, nicht? Dieser Teufelskreis. Man kann das jetzt mit dem zweiten Vorschlag durch diesen Teufelskreis durchbrechen und sofort Aufschwung erzeugen. Und das ist ja auch das, was genau fehlt in diesen ganzen Vorschlägen und Diskussionen in den letzten 25 Summits oder hatten wir schon 30 oder 40, wer weiß es, in Europa, wo immer eigentlich der alte Schuldenhai-Trick gemacht wird. Sie haben Schulden? Spanien, Griechenland, Sie haben Schulden, wir helfen Ihnen. Oh, wir leihen Ihnen noch mehr Geld. Nicht? Das ist doch der alte Schuldenhai-Trick. Die Schulden werden natürlich größer. Und tatsächlich dieses ISM, IFSF und wie sie alle heißen und andere europäischen Länder und EU und IWF, da wird ja den verschuldeten Ländern wird noch mehr Geld geliehen. Und die Ironie ist ja, die Deutschen haben ja auch gar kein Geld mehr. Wir haben ja auch kein Geld. Wir müssen uns ja auch weiter verschulden. Wo kriegen wir denn das Geld her für diese ganzen Sachen? Ja, wir müssen dann auch mehr Staatsanleihen ausgeben. Also Sie sehen natürlich, die Gesamtschuld steigt an und an und an. Und das sind die Lösungsvorschläge. Und das Allergröbste und Erstaunlichste ist ja, dass bisher diesen ganzen Vorschlägen und Lösungen, die da durchgeführt wurden in den letzten Jahren, bisher nichts, aber auch gar nichts getan wurde oder sogar vorgeschlagen wurde, wie wir denn das Wirtschaftswachstum ankurbeln können in diesen Ländern. Irland, Riesenrezession, Schrumpfung, Spanien, Portugal, Griechenland. Es wird nichts getan, um das Wachstum anzukurbeln. Denn wenn Sie ein Schuldenproblem lösen wollen, dann geht das nie ohne Wachstum. Denn nur so können Sie die Schulden, werden ja auch im Prozent des, also Schulden-GDP-Ratio oder wenn die Schulden schneller wachsen als das GDP oder die Zinsen höher sind als das GDP, das BIP-Wachstum, das sind alles so Schuldenfallenprobleme. Sie kommen ja nicht raus. Sie haben nämlich mit Rezession natürlich immer mehr Ausgaben, Arbeitslosengelder und so weiter, Bankensanierungsgelder, ganz von denen ganz zu schweigen. Die Ausgaben gehen weiter hoch und die Einnahmen gehen weiter zurück. Steuereinnahmen fallen ja nicht. Also Sie kommen da nicht raus ohne Wachstum. Sie brauchen Wachstum, dann kommen die Steuereinnahmen wieder rein. Dann kann man auch die Schulden abbauen. Also, wie kriegen wir Wachstum? Und diese ganzen Probleme können wir eben mit diesem zweiten Vorschlag lösen. Und der ist so einfach, dass es einfach meiner Ansicht nach unglaublich ist, dass der noch nicht durchgeführt wurde. Und ich sage es ja auch schon 20 Jahre jetzt nicht. Also und zwar, ich habe das natürlich in Japan auch vorgeschlagen, folgendes. Spanien hat Probleme, sich zu sanieren im Anleihenmarkt oder Portugal nicht. Und die Zinsen sind zu hoch. Ja, warum wollen die überhaupt Anleihen ausgeben? Das ist ja fast kriminell. Das ist ja viel zu teuer. Und dann ist man den Spekulanten ausgeliefert, die da künstlich die Zinsen hochtreiben. Es ist doch Tatsache, dass es einen viel niedrigeren Zins in Spanien gibt als den Anleihenmarktzins, nämlich den Kreditmarktzins. Denn die Banken vergeben ja Kredite an größere und gute Kunden natürlich zu besseren Zinsen und diese Zinsen, sogenannte Prime-Zinsen, die sind viel, viel niedriger als die Anleihenmarktzinsen und die sind natürlich auch nicht so volatil, denn für Kredite, die sind ja nicht handelbar, da ist man nicht anfällig den spekulativen Angriffen der Bond-Vigilant ist der Spekulanten und daher hat man diese ganzen Probleme nicht. Also, was Spanien, Portugal, Irland, Griechenland machen muss, das kann natürlich auch Deutschland machen, das schadet auch nicht, ist keine Anleihen mehr ausgeben, einfach die Finanzierungsmethode ändern und sich statt vom Anleihenmarkt lieber von den Banken Geld holen. Denn warum sollen wir überhaupt vom
Anleihenmarkt uns Geld holen, die können ja kein Geld schöpfen. Holen wir uns das Geld doch von den Schöpfern, nämlich den Banken, durch Kreditschöpfung. Die Banken können dann Kredit schöpfen, damit springt eben dann die Nachfrage an, weil wir dann eine Kreditexpansion haben. Und das, wie gesagt, ist ja der treibende Faktor des Wachstums. Die ist insofern produktiv, als wir ja, ich sage ja jetzt hier nicht, wir brauchen mehr Staatsausgaben, die wir so finanzieren. Ich sage ja nur, die gleichen Staatsausgaben, vielleicht sogar eingeschnürte Budgets, die wir aber jetzt nur anders finanzieren. Also keine neuen Kosten. Wir sparen sofort viel Geld, im italienischen Fall Milliarden sofort, wenn wir das jetzt durch Bankkredite, also die Regierung holt sich das Geld von den Banken durch diese Kredite, finanzieren. Die Banken machen das natürlich freiwillig sehr gerne, denn die wollen ja ihr Geschäft expandieren. Insbesondere, wenn es zu einem Nullrisikokunden, um so einen Kunden geht. Nach den Basel-Regeln brauchen die Banken keinerlei Kapital dafür und sie können den Kredit schöpfen. Aus dem Nichts. Und damit haben wir eben diese Nachfrage. Der muss dann, dann geht's weiter nicht mit den Vorteilen, der muss ja dann nicht zum Marktwert gebucht werden. Denn der Kredit im Gegensatz zu den Anleihen ist nicht handelbar und der bleibt zum Buchwert stehen. Auch nach allen offiziellen Buchhaltungsregeln. Und damit sind sie plötzlich nicht mehr den Spekulanten ausgeliefert und den Ratingagenturen, die können dann Downgradings machen, das ist egal. Sie werden aber sehen, die müssen dann sofort ein Upgrading machen, denn erstens ist dann plötzlich kein neues Angebot an Anleihen im Anleihenmarkt, sodass plötzlich die Anleihenzinsen natürlich fallen, das ist klar. Der Anleihenmarkt ist sozusagen, den geht es ja plötzlich dann besser und die Wirtschaft springt ja auch an, sodass natürlich auch alle optimistischer werden und dass das ganze Schuldenproblem sich dann sehr, sehr schnell auf die Lösung, auf das Ende zubewegt und die Krise damit beendet wird. Meiner Ansicht nach wahrscheinlich innerhalb von 6 Monaten ist dann alles vorbei und kostet natürlich nichts extra, wie gesagt, diese ganzen Methoden. Ganz im Gegenteil, man spart sofort extrem viel Geld. Mit der ersten Methode natürlich dadurch, dass die Staatsverschuldung nicht hochgeht und man da nicht diesen Zinseszins, diese Kosten hat auf die Verschuldung. Und mit der zweiten Methode ist es klar, wir haben sofort Steuereinnahmen und wir haben sofort gespart, dadurch, dass wir niedrigeren Zins zur Finanzierung verwendet haben und die Wirtschaft erholt sich. Das ist natürlich auch sehr positiv für alle. Also das ist so der Lösungsvorschlag, ist mittlerweile auch in der FAZ veröffentlicht. Aber ich warte noch auf die Anrufe von Brüssel, von der EU und von den jeweiligen Regierungen, die das unbedingt implementieren wollen. Das können wir vielleicht noch weiter debattieren, warum da die Leute vielleicht erstaunlicherweise nicht so begeistert sind. Ja, Herr Wanner, also wir haben es in unserer AG Geldordnung auch schon öfter debattiert, ob denn hier eine Geldmengenausweitung stattfindet bei der Emission von Staatsanleihen. Und wir sind schon der Auffassung, dass hier eine Geldmengenausweitung stattfindet über die Banken. Denn die Banken sind die einzigen Teilnehmer an der Primäremission, am Primärmarkt von diesen Bonds. Und erst dann weiter kommen die Anleihen dann auf den Sekundärmarkt und da werden sie ja dann gehandelt. Aber Sie haben das ja dargestellt, als dass keine wirkliche Geldschöpfung stattfinden würde bei der Emission von Staatsanleihen, aber wir sind da der gegenteiligen Auffassung. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen. Jawohl, werde ich sofort machen. Danke für die Frage. Sie haben natürlich recht, dass es möglich ist, Kreditschöpfung zu betreiben, dadurch, dass Banken Vermögenswerte kaufen. Das habe ich auch vorher erklärt. Also Kreditschöpfung entsteht durch Kreditvergabe und auch Aufkäufe von eigentlich egal was, der Banken, einschließlich natürlich Staatsanleihen. Gut, und jetzt ist es die Frage, eigentlich ist eine empirische Frage, wie viel der Anleihen werden von den Banken gekauft und gehalten? Das ist der erste Punkt. Da stellt sich raus, bei vielen Ländern ist es erstaunlich niedrig. Denn Banken sind ja nicht die einzigen, die Anleihen kaufen wollen. Und insbesondere, wenn die Banken schon Probleme haben und auch ihnen angeraten wird, eben nicht unbedingt jetzt noch griechische Staatsanleihen dazu zu kaufen. In Japan war empirisch, das ging auf Null zu, ja, die Aufkäufe der Banken. Die Banken sind, wie Sie richtig erwähnt haben, natürlich immer als Intermediär, als Vermittler im Primärmarkt, aber da geht es sozusagen nur durch die Bank durch. Also diese Vermittlerrolle, weil die Banken da eben die Counterparty sind, die also die Anleihen sozusagen diese Emittierung organisiert, aber das geht dann ja sehr schnell an institutionelle Anleger aller Art, Pensionskassen und Hedgefonds und alles Mögliche.
nur zu dem Prozentteil, zu dem, also das von den Banken wirklich gekauft und gehalten wird, ist das Kreditschöpfung. Das Problem ist also erstens, dass es empirisch in den meisten Ländern dieses Prozentsatz nicht sehr hoch ist und die Banken natürlich Anreize haben, das auch eben nicht sehr hoch werden zu lassen. Zweitens, selbst wenn es anfänglich mal hoch war, die verkaufen das wieder und sobald sie es verkaufen, haben wir negative Kreditschöpfung, Kreditzerstörung und daher ist das von der Regierung her, vom Staat her gesehen, nicht verlässlich und nicht kontrollierbar. Und sie haben natürlich diese ganzen anderen Nachteile. Das ist ein Anleihenmarkt. Man ist also der Spekulation ausgeliefert. Die Zinsen sind also zu hoch und die Werte zu niedrig im Anleihenmarkt. Und die Banken müssen das zum Marktwert bewerten. Also es ist alles, ja, addiert sich eben auf zu einem sehr unattraktiven Package. Und ja, also es ist zwar etwas vereinfacht zu sagen, aber es ist schon richtig zu sagen, dass der Anleihenmarkt an sich, dass der keinen Kredit schöpft, eben nur zu dem Ausmaß, dass Banken das kaufen und halten. Und das ist eben erstens nicht kontrollierbar und einhaltbar, dass die das weiter halten, von der Regierung her gesehen, und zweitens empirisch meist erstaunlich niedrig. Und das sehen wir ja in Griechenland, das sehen wir in Spanien, in Portugal und Irland. Von den Ländern rede ich und da ist es eine Tatsache, dass die Kreditschöpfung schrumpft und zwar deutlich. Also in Irland ist es ja eine Implosion, nicht? Wir haben da -10% Kreditzerstörung. Und da analysiere ich schon, also auch die Kreditschöpfung, die durch Bankkäufe von Anleihen stattfinden und so weiter. Das habe ich da in den Zahlen drin. Das schrumpft alles im Moment. Das ist eine Tatsache, dass wir Kreditzerstörung haben und das zeigt einfach, ja, also wie es bisher gemacht wurde, das funktioniert eben nicht. Aber mein Vorschlag würde das Problem lösen. Dann wissen wir und dann weiß die Regierung auch, dass 100% dieser Kreditaufnahme führt also zu Kreditschöpfung. Und ist sozusagen damit monetisiert und die kann das eben auch kontrollieren dadurch. Und das ist auch ein Kreditvertrag, der dann nicht handelbar ist, stabil ist und in den Bilanzen zu 100 drin steht. Aber gleichzeitig, hatte ich noch nicht erwähnt, trotzdem von den Banken als Sicherheit für Transaktionen mit der EZB verwendet werden kann. Das hat die EZB ja auch bestätigt, schwarz auf weiß. Und insofern haben die Banken dann nur Vorteile und können also die Kreditschöpfung und werden dann die Kreditschöpfung automatisch expandieren. In vielen Ländern, nur durch diese Änderung der Finanzierungsmethode, werden sie plötzlich von Kreditschrumpfung auf positives Kreditwachstum kommen und daher dann in 6 Monaten Wirtschaftsaufschwung haben mit Anstieg der Beschäftigung und Steuereinnahmen, die steigen und so weiter. Ja, also vielen Dank für die Erklärungen. Und also was Sie ja vorschlagen, ist, dass die Banken direkt Kredite vergeben an die Staaten. Und ich denke, ein Schlüsselteilsatz, den Sie dazu gesagt haben, ist, weil die Staaten ja null Risikoschuldner sind. Und das Problem sozusagen in der Euro-Krise ist ja gerade, dass eben die Staaten nicht als Nullrisikoschuldner wahrgenommen werden. Und ich denke, wo hier so ein Vorschlag auf Probleme stößt, ist dadurch, dass es so ein bisschen in das Territorium von Self-Fulfilling Prophecies reingeht. Also wenn Sie eine Bank finden, die sagt, ja, das ist ein Nullrisikoding und wir vergeben dem jetzt Kredite und wir machen das auch zukünftig immer, dann wird es natürlich dadurch null Risiko, weil der Staat diesen Kredit dann bedienen kann, indem er einfach einen neuen Kredit aufnimmt. Wenn die Bank das aber ursprünglich nicht glaubt, dann ist der Staat, zumindest so wie das bei uns zurzeit eben funktioniert, auch kein Null-Risiko-Kreditnehmer, weil, nun ja, im Zweifelsfall ist er in der gleichen Person wie ein Privathaushalt auch, wenn er keine Einnahmen oder andere Kreditgeber mehr findet, dann kann er nicht mehr bezahlen. Also man hat hier diese komische Self-Fulfilling-Prophecy-Situation und mein Gefühl ist, dass das einfach bei vielen Menschen, also zuerst mal wäre natürlich die Frage dann an Sie, ob ich das richtig verstanden habe, aber mein Eindruck ist halt einfach, dass man da auf Denkbarrieren stößt, weil das den Menschen nicht intuitiv einleuchtend ist und dann haben die so das Gefühl, dass nicht richtig sein kann, was sich so merkwürdig anhört. Deswegen erzähle ich das ja auch nicht so, denn man braucht da gar nicht hingehen in den Bereich der Self-Fulfilling Prophecy, denn für Banken, ich meine, ich bin auch schließlich Professor of Banking. Was wichtig ist, sind die Basel-Richtlinien. Und da ist es weiterhin ein Null-Risiko-Kunde, wenn man der Regierung
Geld gibt. Und so wird das auch in den Baseler Regeln gehandhabt, dass die Risikogewichtung ist 0%. Und das ist wichtig für Banken, denn die Regulatoren, und da gehören ja auch die Regierungen dazu, sehen das so. Und das ist eben auch eine Tatsache, dass für die Banken innerhalb dieser Länder die Regierung der beste Kunde ist. Das ist so, weil ja auch der Status der Bank und die Lizenz der Bank hängt ja alles von der Regierung ab. Und daher ist sozusagen, wenn die Regierung zusammenbricht, dann ist auch die Bank am Ende, aber nicht umgekehrt. Und das zeigt eben, wie die Kausalität läuft. Und die Regierung kann daher mögliche sich selbst erfüllende Prophezeiungen, Probleme umgehen, indem sie das einfach durchführt, freiwillig. Also wenn man das richtig macht, werden alle Banken freiwillig mitmachen. Das haben wir ja auch historisch erlebt, wenn das gemacht wurde. Darf ich jetzt mal da einhaken? Und zwar, ich habe das mal formuliert. Und zwar keine Staatsschuldverschreibungen in Klammer verbriefte Forderungen ausgeben, sondern Kreditfinanzierung, gebuchte Forderungen über Geschäftsbanken. Ist es in einem Satz das, was Sie vorschlagen? Also der zweite Teil meines Vorschlags, dass man die Finanzierungsmethode ändert, also keine Staatsanleihen, ja, Staatsschuldverschreibungen ausgeben, sondern von den Banken sich durch Kredite finanzieren, Bankkredit, ja. Okay. Ich kann nicht sehen, warum Sie die Kreditfinanzierung, sprich der direkte Kredit, warum Sie den billiger kriegen als die Staatsschuldverschreibung. Ich weiß, das kann man sich nicht so gut vorstellen, insbesondere wenn man die traditionelle VWL studiert hat, denn nach der sollten ja alle Finanzmärkte integriert sein und der Zins im Anleihenmarkt sollte der gleiche sein wie im Kreditmarkt. Und so stellen sich die Leute das vor. Und das ist wie eben diese ganze Zinsstory. Man denkt sich, das muss so sein, dann schaut keiner die Zahlen an. Schauen Sie mal die Zahlen an. In vielen Ländern ist der Kreditmarktzins ein Bruchteil des Anleihenzinses. Also weniger als die Hälfte sogar. Und in fast allen Ländern ist er ebenfalls unter 4%. Wir sprechen da meistens von 3, so und so viel Prozent. Ja. Das schließt also auch Krisenländer ein. Und da hat die Regierung in diesen Ländern sich nicht durch den Kreditmarkt finanziert. Das ist ja kriminell. Unterlassungssünden sind das sozusagen. Also das geht jetzt vielleicht für heute Abend zu weit, aber ich denke schon, um diese Geschichte glaubwürdig auch zu verbreiten, muss man irgendwie im Kopf haben, wie ein Dialog zwischen dem Regierungsvertreter und dem Bankvertreter aussehen würde, wenn der Regierungsvertreter zur Bank kommt und sagt, wir würden jetzt gerne einen Kredit über, was weiß ich, wie viele 100 Millionen oder Milliarden Euro bei Ihnen aufnehmen. Und der Bankvertreter sagt dann, also jetzt konkret im Fall von Griechenland, denke ich, ist das durchaus plausibel, dass er sagt, ja, aber Moment mal, wer garantiert mir denn, dass sie das zurückzahlen? Und ich meine, ganz unabhängig von irgendwelchen Basel-Richtlinien und so, das ist natürlich ganz richtig. Aber wenn der Kredit ausfällt, fehlt halt trotzdem was auf der Aktivseite der Bank und das ist trotzdem in das Eigenkapital der Bank rein. Von daher wird der Bankvertreter wahrscheinlich schon mit dieser Frage kommen und dann ist halt einfach die Frage, was der Regierungsvertreter dann sagt. Ich glaube nicht so. Ich war ja beruflich in dem Geschäft tätig und zwar in der Verwaltung. Ich habe Programme geschrieben, wo es genau um diese Sachen auch ging. Und da wird ja so argumentiert, wenn ich eine verbriefte Forderung habe, dann kann ich die handeln, dann kann ich die auch als Sicherheit hinterlegen, beispielsweise bei der Zentralbank. Wenn ich nur eine gebuchte Forderung habe, dann fällt das schon flach. Es fällt nicht flach. Lesen Sie mal die Bekanntgabe der EZB am 8. Dezember 2011. Da steht genau drinnen, dass auch die gebuchten Forderungen, wie Sie das nennen, nämlich nur ganz normale Kredite der Banken, die können von den Banken als Sicherheit gegenüber der EZB verwendet werden. Okay, dann hat sich das vielleicht geändert. Okay, nur normalerweise ist ja so gedacht, wenn die Kredite verbrieft werden, dann sind sie letztendlich gedacht, dass sie an die Nichtbanken wieder verkauft werden oder an irgendeine dritte Stelle. Das heißt, die Bank ist eher Kreditvermittler als Kreditgeber. Das ist insofern ist ja Konsens. Nur dadurch ist es ja der Nichtbank möglich, eigentlich an höhere Zinsen zu kommen und deshalb von der ganzen Logik her die direkte Kreditfinanzierung, und da hätte ich dann gerne die Zahlen, wenn Sie die haben, müsste von der ganzen Sachlogik her etwas höher sein als praktisch die verbriefte Forderung, weil die handelbar ist auch am Sekundärmarkt.
Tja, ist sie aber nicht. Und zwar insbesondere in den letzten 2,5, 3 Jahren. Da hat sich eben eine deutliche Schere aufgemacht. Da sind die Anleihenzinsen deutlich über dem Kreditmarktzins. Das sind sie vor der Krise, war das andersrum, ja. Aber seit der Krise, warum? Ja, die Spekulanten spekulieren natürlich gegen diese Länder. Das wird eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, wo man ordentlich viel Geld machen kann. Und das geht eben nicht im Kreditmarkt. Und da sind die Zinsen weiter niedrig. Nochmal eine Frage. Reden Sie über den gleichen Kreditnehmer? Weil es kann natürlich schon sein, dass andere Kreditnehmer, die direkt die praktisch gebuchte Kredite nehmen, dass die es eventuell billiger kriegen. Aber von der Kreditnehmerseite, dem kann es ja egal sein, wer letztendlich dann seine Forderung hat. Das heißt, wenn es da tatsächlich einen Vorteil gäbe für den direkten Kredit, dann würde es ja eigentlich jeder halbwegs normale Kreditnehmer würde sagen, okay, wenn es nicht, das Verbriefen kostet ja extra Geld. Wenn das nicht billiger wird, dann nehme ich einen direkten Kredit, kein Problem. Genau, aber das machen die Regierungen nicht und der Grund ist, dass in den letzten 20 Jahren wurde das ja überall ausgegliedert, ja auch in Deutschland. Das ist dann die Bundesrepublik Schulden GmbH oder wie sie heißt, das sind dann nicht mal mehr Beamte. Man kann sich das ja gut vorstellen, nicht? Denn wer hat da Interesse an den Anleihenausgaben im Primärmarkt, die da die 1-2% verdienen? Das sind die Underwriters, das sind die Goldman Sachs und Morgan Stanleys dieser Welt. Und ich glaube schon, dass die da mal ab und zu die Leute von den Debt Management Offices, von diesen Ausgabe-Emittierungsstellen der Anleihen so ein bisschen einladen, nicht? Und so versuchen, eine gute Beziehung aufrecht zu erhalten, auf alle möglichen Arten. Sie können sich das selber ausdenken, wie das dann läuft. Und da hat man halt wenig Interesse, diese guten Beziehungen zu gefährden. Das sieht man ja auch dran, dass die meisten Regierungen tatsächlich Goldman Sachs als Berater haben und denen ständig Millionen Beratungsgebühren zahlen. Das ist in fast allen Ländern der Fall. Und deswegen ist da einfach wenig Interesse dran, da irgendwie dran zu rütteln, denn plötzlich, wenn die 1-2% nicht kommen, nicht, wir sprechen da von Hunderten von Millionen, die da praktisch ja mehrmals jährlich bezahlt werden, dann würden da vielleicht alle möglichen Beziehungen plötzlich ganz anders aussehen. Ja, hallo Herr Werner. Ich habe eine Frage zu Ihrem Vorschlag. Also wenn ich es richtig verstehe, wollen Sie, um die Banken zu retten, auf der Aktivseite die maroden Kredite und die gefährlichen Staatsanleihen der Zentralbank übergeben und an diese Stelle Zentralbankgeld buchen, was die Banken dann haben. In der Bilanz der Zentralbank liegen dann auf der Aktivseite genau diese maroden Anleihen und auch die Kreditverträge. Jetzt frage ich mich, wenn diese Kreditverträge ausfallen sollten, mit was gleicht die Zentralbank das dann aus? Schafft sie dann irgendwelche Sonderposten? Genau, Sonderposten, Ausgleichsbuchung. Da gibt es Millionen von Möglichkeiten, wie man das macht. Aber das Einfachste ist, wenn man das zum Beispiel in einer Tochtergesellschaft hat, die natürlich von der Zentralbank beliehen wurde, und die 100% der Zentralbank gehört, dann ist mal die Anteilsscheine sind immer, die werden weiter zu 100 gehalten, weil die werden ja nicht gebucht, die werden nicht gehandelt, nicht? Dann ist das sogar nach den Mark-to-Market-Vorschriften. Und die Tochtergesellschaft, gut, da muss man dann schauen, dass man das dann eben möglichst nicht realisiert. Aber wenn man es geschickt macht, dann, das Erstaunliche dran ist ja, wenn man es geschickt macht, dann wird das sehr, sehr schnell zu einem Wirtschaftsumschwung führen, der dann auch sehr schnell tatsächlich diese, jetzt haben wir gesagt, 20 nur bewerteten Papiere oder Kredite wieder nach oben drückt, nicht? Die sind dann plötzlich 30, 40, 50, 60, 70 wert, die gehen wieder auf 100 zu, nicht? Nicht alle, nein, aber gut, ein Großteil wird auf jeden Fall dann mehr wert sein als zu dem Zeitpunkt, wo er gekauft wurde. Und ein anderer Teil kann man dann vielleicht an Hedgefonds verscherbeln, die auf sowas spekulieren. Aber gut, es ist natürlich noch einfach, wenn man einfach die anderen Methoden verwendet, Buchungsmethoden. Das sind dann einfach bestimmte einmalige Sonderbuchungen, die da gemacht werden müssen. Aber wir haben ja auch historische Beispiele und da war das meistens so. Ich meine, es wird noch interessant zu sehen, wie die Fed das macht, weil die hat das ja auch so gemacht, nicht 2008, September, da wurden also Riesenbeträge
wurde die Bilanz verdreifacht und da wurden eben diese notleidenden Vermögenswerte gekauft, aber natürlich nicht zum Marktwert, nicht, was auch immer der Marktwert war, denn der war ja eher um null, sonst hätte es ja nichts gebracht. Aber in älteren historischen Beispielen, also es kommt dann eben zum Wirtschaftsaufschwung, weil es kommt ja dann kaum zu einer Kreditklemme und es geht gleich weiter mit der Wirtschaft und das Wachstum, ich meine, selbst mit 2-3% Inflation, was wir ja schon als niedrige Inflation betrachten, haben wir innerhalb von 20 Jahren dann diese ganzen Probleme sowieso beseitigt. Und insbesondere, wenn das längerfristige Dinge sind, bis die fällig sind, ist die Zahl geschrumpft im Relation zum Rest der Wirtschaft, nicht? Denn das ganze System, das wir haben, ist ja eins, wo eben doch ein ständiger, zwar geringer sozusagen Inflationsdruck da ist, aber immerhin selbst bei 2-3% Inflation entwerten sie das Geld ja auch und damit auch diese Problembeträge. Warum es so kompliziert machen? Wäre es nicht denkbar, dass die EZB einfach eine grundsätzliche Garantie ausspricht für die Aktivseite von Bankbilanzen aktuell und damit müsste sich diese ganzen Risiken nicht selbst in die Bilanz heben? Und die zweite Nachfrage ist, woher nehmen Sie denn die Idee, dass jetzt dann plötzlich ein Wirtschaftswachstum entsteht, wenn Staaten sich plötzlich für 0% für Staatsanleihen loswerden? Okay, der Staat kann viel mehr investieren in die Wirtschaft und alles anschieben. Meinen Sie das damit? Wird dann die Schuldenspirale nicht einfach nur weitergetrieben und nicht einfach mal das Problem wirklich gelöst? Nein, das meine ich gar nicht. Was ich ja gesagt habe, ist, dass also dieser Vorschlag benötigt ja nicht mal, dass die Staatsausgaben erhöht werden. Wir haben natürlich massive Einschränkungen bereits der Staatsausgaben. Also das, sagen wir mal, lassen wir jetzt so, dass die also weiter, dass die eingeschränkt werden. Aber man ändert nur die Finanzierung dieser Schuldenberge. Also immer wenn die Anleihen fällig werden, die alten, muss das neu finanziert werden und da nimmt man sich Bankkredit. Für die Neuverschuldung, die einfach nötig ist im ganz normalen Rollover-Zyklus, ohne dass wir jetzt die tatsächlichen Ausgaben erhöhen. Und dann werden wir feststellen, dass nur durch diese Änderung der Finanzierungsmethode, das ist übrigens nicht um null, das sind schon ein paar Prozent, das kostet ja so 3, so und so viel Prozent. Aber gut, im Moment ist der Zins nun mal niedrig. Also wenn man das nur ändert, die Methode, dann haben wir eben eine Kreditexpansion. Warum? Wir haben ja die Kreditschöpfung damit angekurbelt. Das heißt, die Kaufkraft steigt dann an und zwar im jeweiligen Land. Es hat ja auch den anderen Vorteil, dass die Schulden nicht sozialisiert werden und in ganz Europa verallgemeinert oder besonders Deutschland aufgebürdet werden, sondern jedes Land ist ja weiter verantwortlich für seine Schulden. Aber gut, auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, also wir haben also Kreditexpansion und das führt zum Wachstum. Das sind ja auch BIP-Transaktionen, weil es ja im Endeffekt die Regierungsaktivitäten finanziert und das führt mit völliger Sicherheit zum Aufschwung innerhalb von 6 Monaten. Warum sehen Sie das anders? Also für mich ist Wirtschaftswachstum, wenn eine Nichtbank bei einer Bank einen Kredit aufnimmt, um dieses Geld dann in der Wirtschaft irgendwie zu investieren. Wenn Geld in die Wirtschaft fließt. Was Sie jetzt hier vorschlagen, ist ja auf der Zentralbankebene, wo sich Staaten Zentralbankgeld besorgen. Nein. Um, also durch Staatsanleihenauszahlung, um dieses Geld dann auf Banken zu überweisen. Und bei dieser Überweisung entsteht dann nicht Bankengeld, also Giralgeld, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Beamten bezahlt oder sowas. Aber dieses ganze Geld ist ja sozusagen eine Geldschub in die Wirtschaft. Ich glaube, Sie vermischen, ich weiß nicht, ob Sie am Anfang das gehört haben, also ich unterscheide zwischen 2 Methoden und ich glaube, Sie haben sich irgendwie die beide jetzt zusammen. Also einerseits spreche ich davon, das Problem der notleidenden Kredite der Banken zu lösen, damit sie eben wieder Kredit schöpfen können. Und das soll man einfach dadurch machen, dass die Zentralbank diese schlechten Papiere aufkauft zu einem Nominal-Value, Face-Value und das auf der Zentralbankbilanz lässt. Dann hat man das eben ohne Kosten und Bürden für den Steuerzahler gemacht. Das ist also eines. Das produziert kein Geld, schöpft keinen Kredit und an sich führt das natürlich noch nicht zum Aufschwung. Man hat jetzt das Bankproblem gelöst ohne Kosten, das ist ja schon mal was. Man braucht jetzt den zweiten, eigentlich separaten Schritt, den man auch ohne den ersten durchführen kann. Und da ich nicht glaube, dass die EZB den ersten machen wird, ist das eben der zweite Schritt, der von Spanien, Griechenland, Portugal, Irland auch eben ohne Kooperation der EZB durchgeführt werden kann. Und daher empfehle ich das eben auch diesen Regierungen, aber einschließlich auch Deutschland. Und zwar
da handelt es sich darum, dass man die Finanzierungsmethode des Staates ändert, dass der Staat einfach nicht neue Anleihen ausgibt, wenn die alten fällig werden, sondern dass er sich von den Banken Kredit holt, Bankkredit, und ich glaube, Sie stimmen mir zu, das ist eben Bankkreditschöpfung, Geldschöpfung, das zur Nachfrage führt, genau wie Sie das ja, gesagt haben, mit dem Beispiel, wo sich einer einen Kredit holt, das ist das Gleiche, weil der Anleihenmarkt eben keinen Kredit schöpft an sich. Aber Sie sagen doch jetzt, der Staat besorgt sich bei einer Bank einen Kredit. Ja. Das heißt, das ist eine dieses Geld hat der Staat dann, und damit es in der Wirtschaft eine Konjunktur anschiebt, muss der Staat das Geld in die Wirtschaft gießen. Das macht er ja. Zum Beispiel zahlt er den Arbeitslosen Arbeitslosengelder. Okay, aber duell ist es so, dass der Staat Staatsanleihen erzeugt, wenn er nicht genug Steuereinnahmen hat. Und also er macht es dann, wenn er Geld braucht, um entweder alte Staatsanleihen abzutilgen oder halt sich neu zu verschulden. Und diese Neuverschuldung findet natürlich mit normalen Banken heutzutage statt, mit diesen 30 Bieterbanken, die es gibt, die beim Primärmarkt einen Kredit erzeugen. Nein. Also die Banken handeln primär im Primärmarkt der Anleihen. Da sind sie hauptsächlich Vermittler. Und das wird eben dann von allen möglichen institutionellen Anlegern gekauft. Ein kleiner Teil mag bei den Bankenbilanzen bleiben. Das ist dann auch Kreditschöpfung. Aber der ist eben erstens nicht kontrollierbar durch die Regierung. Und zweitens ist es ein kleiner Teil. Und daher ist dann immer noch die Mehrzahl der Anleihenausgaben ist eben nicht monetisiert. Und daher schrumpft gleichzeitig die Privatnachfrage. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass jede Anleihenausgabe, die eben nicht monetisiert ist, also sagen wir wahrscheinlich sowas um die 70-80% der Anleihen, die ausgegeben werden, wird eben nicht von den Banken gekauft und behalten, sondern wahrscheinlich dann weitergegeben. Das sieht man ja aus den Bankbilanzen, nicht diese Zahlen. Also sagen wir mal, ja, so 80% wahrscheinlich. Die führen ja dazu, dass der Privatsektor um diesen Betrag schrumpft. Denn schauen Sie mal, wenn also Fiskalausgaben gegeben werden, wir haben jetzt hier eine Fiskalspritze, die wollen die Wirtschaft ankurbeln. Japan hat ja da den Rekord in den letzten 20 Jahren, massive Fiskalspritzen. Dann werden da alle möglichen Projekte, teilweise auch extrem dumme Projekte durchgeführt. Das führt natürlich zu Bruttoeinnahmen in der Bauindustrie und allen möglichen Firmen, wo die Aufträge reinkommen. Okay, aber jetzt ist die Frage, wie wird es finanziert? Die Regierung gibt Anleihen aus. Und eben der Großteil, 70-80%, bleibt nicht bei den Banken. Das heißt, das sind Anleger, die ihre Kaufkraft von anderer Verwendung abziehen und der Regierung geben. Das heißt, wir haben zwar brutto positiv, wenn die Bauunternehmer die Aufträge erhalten von der Regierung, aber gleichzeitig haben wir brutto negativ ähnliche Beträge, wenn das Geld aus der Wirtschaft rausgeholt wird. Für Wirtschaftswachstum brauchen wir Kreditschöpfung. Die Kreditschöpfung steigt nicht an, die schrumpft, und so ist das in diesen Ländern im Moment und einschließlich der kleinen Anteile an Staatsanleihenkäufe der Banken, die schrumpft also. Das bedeutet, der ganze Wirtschaftskuchen wächst nicht, der schrumpft eher. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben gleichen Kuchen, wir haben null Kreditschöpfung, null Wachstum. Wenn wir jetzt die Regierungsausgaben erhöhen, dann reduzieren wir den Privatsektor, weil wir ja nur den Regierungsanteil am gleichen Kuchen erhöhen, sodass der Privatsektoranteil schrumpfen muss. Das ist also die Verdrängung des Privatsektors, und die findet durch die Ausgabe von Anleihen statt, die eben nicht monetisiert sind. Und das haben wir dann nicht mehr, wenn wir meinen Vorschlag durchführen, dass das durch Bankkredit finanziert wird, sondern dann haben wir plötzlich ja eine tatsächliche Expansion der Nachfrage und einen Wirtschaftsaufschwung. Das ist der berühmte Crowding-Out-Effekt, oder? Dass die Staatsausgaben die Privaten verdrängen, ja. Ich wollte sagen, aber Ihr Vorschlag insgesamt, der geht ja viel tiefer. Der geht doch dahingehend, dass die Machtverhältnisse, wie sie zwischen Staaten und Banken in den letzten 20, 30 Jahren sich entwickelt haben, eigentlich umgekehrt werden. Ich kann mich erinnern, bei dem Weltwirtschaftsforum 2001 waren ja Vertreter der Deutschen Bank, die dann gesagt haben, ja, das ist jetzt die fünfte Gewalt, die Regierungen in Europa, die werden jetzt diszipliniert durch den Markt in ihrem Ausgabeverhalten und überhaupt in ihrem Fiskalgebaren und so weiter. Und dagegen steht ja auch die Einführung seit dem Maastricht-Vertrag der sogenannten direkten Finanzierung
der Staaten durch die Notenbank. Ich meine, beide Probleme, die ich eben kurz angerissen habe, wären ja durch ihre Lösung beide umgangen. Ja, richtig. Und noch ein paar andere Probleme mehr. Ja, aber die werden argumentativ am meisten vorgeführt. Also, dass Regierungen, da wird immer das italienische Beispiel der 70er Jahre genannt, die können, also wenn sie eine direkte Finanzierung durch die Notenbank bekämen, wird es immer zwangsläufig in Inflation gehen. Das sind ja alles, sage ich mal, Argumente der Finanzlobby, um diese, sage ich mal, anders gelagerte Finanzierung, nämlich über die Bieterbanken, irgendwie zu legitimieren und argumentativ zu unterstützen. Ja, also wie gesagt, nicht. Wir haben natürlich Interessengruppen, die das vorziehen, wenn sich Staaten durch Anleihenausgaben verschulden, Geld reinholen. Denn so maximiert man die Beträge, die von den vielen an die wenigen gegeben werden. Denn so maximieren sie die Staatsschuld, so maximieren sie die Zins- und Zinseszinstransfers, das sind ja alles Transfers nur, von den vielen zu den wenigen. Und so können sie natürlich auch das Wirtschaftswachstum manipulieren. Wie bekommen wir denn das Problem mit den unterschiedlichen Wettbewerbsfähigkeiten, die jetzt in den letzten 10 Jahren in dieser Währungsunion entstanden sind, weil es einfach ein nicht optimaler Währungsraum ist? Können wir das, indem jetzt jeder Staat für seine eigene Verschuldung immer noch zuständig bleibt, darauf hoffen, dass diese Wettbewerbsunterschiede, die ja durch auch eine übertriebene deutsche Zurückhaltung und Sparmaßnahmen teilweise mitbewirkt wurde, Herr Flassbeck war ja zum Beispiel einer unserer Gäste hier, bekommen wir die damit auch in den Griff, nach Ihrer Meinung? Ja, es ist ja schon unerhört, gell, dass die Deutschen einfach so viel sparen und so viel hart arbeiten und so gute Produkte erzeugen, die die ganze Welt kaufen will. Es ist richtig unverschämt, dass die Deutschen da so Zahlungsbilanzüberschüsse erzeugen. Es ist richtig fies, wie sie damit die ganze Weltwirtschaft belasten mit ihrem Erfolg. Sie sehen natürlich den Widerspruch, nicht? Sonst heißt es ja immer, ja, Wettbewerb, nicht? Wettbewerbsfähigkeit und wir müssen uns dem Markt stellen und so weiter. Der Markt zeigt, die deutschen Produkte sind sehr beliebt und die Deutschen machen da ja was richtig. Aber das wird dann plötzlich umgedreht, nicht? Wenn es gerade nicht in den Gramm passt. Gut, Sie sprechen diese Unterschiede der Produktivität an in der Eurozone. Ich meine, das ist natürlich ein grundlegendes Problem. Und das ist natürlich etwas, was man sich überlegen hätte sollen, bevor man eine Einheitswährung einführt. Denn da gibt es ja genug Arbeiten drüber und es gab ja keine Wirtschaftstheorie, die argumentiert hat, dass die Eurozone eine optimale Währungszone ist und dass es ökonomisch sinnvoll ist, den Euro einzuführen. Es gab ja keine einzige Studie, die das wirklich handfest argumentiert hat. Die Studien, die die Wahrheit gesagt haben, dass eben das Blödsinn ist, die durften ja nicht veröffentlicht werden zu dem Zeitpunkt. Und es hat natürlich auch kein Referendum gegeben in Deutschland. Es hat ja nie volkswirtschaftlich Sinn gemacht. Das war ja völlig offensichtlich, den Euro einzuführen. Das ist ein politisches Projekt. Und ja, Sie fragen jetzt, macht der Euro plötzlich Sinn? Also der hat ja nie Sinn gemacht. Ich meine, das ist ja klar. Ja, aber wie sollen wir aus dieser Malaise herauskommen, dass jetzt diese Währungsunion durch den Euro zentrifugale Kräfte entwickelt, die eigentlich nur durch eine größere Vereinheitlichung, eventuell Transfermaßnahmen überhaupt, also wie Sie gesagt haben, politisch zusammengehalten werden kann. Ökonomisch überwiegen ja die Zentrifugalkräfte. Aber noch einmal, Ihr Vorschlag, dass die Staaten sich über Kredite der Banken versorgen, glauben Sie, dass da eine realistische Chance besteht, diesen Wettbewerbsnachteil auszugleichen oder glauben Sie nicht daran? Also wollen Sie jetzt, ist Ihre Frage, wie können wir die Eurozone wirtschaftlich als ein sinnvolles Projekt gestalten, dass es doch noch Sinn macht? Das hat nie Sinn gemacht. Ich meine, das hätte man natürlich nie einführen sollen. Und ich habe das ja auch gesagt in den 90er Jahren. Aber damals, die einen haben gesagt, ja, Herr Werner, Sie haben natürlich recht, es gibt ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen wird das ja auch nie passieren. Denn so Blödsinn wird ja nicht gemacht. Das haben die einen gesagt, sehr viele sogar in relativ hochgestellten Positionen. Andere haben gesagt, naja, klar, das gibt keinen Sinn, aber es ist ja kein wirtschaftliches Projekt, sondern ein politisches Projekt. Und da muss man sich einfach fragen, wenn es ein politisches Projekt ist, sind die politischen Vorteile, die das angeblich haben soll, die extrem hohen wirtschaftlichen Kosten wert? Und die Kosten steigen ja weiter an und werden weiter ansteigen. Und da muss man sich fragen, ja, was sind denn eigentlich diese politischen Vorteile? Ich kenne sie bisher nicht.
Und daher, das ist ja das Interessante, nicht? Also wirtschaftlich hat der Euro nie Sinn gemacht. Es ist ein politisches Projekt, aber politisch macht er ja auch keinen Sinn. Aber gut, die Realität ist, die Entscheidungsträger, die fragen uns ja nicht, die wollen ihn und deswegen haben wir ihn. Aber sie können mich jetzt da nicht sozusagen verantwortlich dafür machen und sagen, ja hoppla, jetzt müssen Sie dafür sorgen, dass der Euro, haben Sie nicht da ein paar Vorschläge, dass der Euro doch Sinn macht und wir diese zentrifugalen Kräfte beenden können. Es gibt aber tatsächlich etwas, aber das würde größere Eingriffe benötigen. Es ist möglich, zum Beispiel gerade durch die Kreditschöpfung, wenn also Griechenland jetzt mein Programm der produktiven Kreditschöpfung einführt mit Kreditlenkung und natürlich auch gezielten Maßnahmen, die Anreizstruktur von allen Beteiligten massiv zu verändern, das geht, sodass eben die Produktivität auch extrem belohnt wird und jeder wirklich einen Anreiz hat, sein Bestes zu tun und die produktiven Sektoren viel Kaufkraft erhalten durch Kreditlenkung, dann können wir das sogar machen, dass auch die Länder dann höhere Produktivität haben, höheres Wachstum und so weiter. Aber das setzt schon sehr viele Veränderungen voraus. Und wir sind ja nicht mal bei den ersten Schritten, nicht? Wir stecken ja immer noch in dieser Krise. Also das ist sozusagen im Moment eigentlich gar nicht das Thema. Jetzt ist ja das Thema, erstmal aus dieser Krise rauszukommen und das möglichst ohne die Kosten noch weiter drastisch zu erhöhen, wie uns das immer hier vorgeschlagen wird. Aber es ist eine gelenkte Industriepolitik eigentlich, wie sie alle aufholenden Länder in Asien gemacht haben. Wie alle erfolgreichen Länder das gemacht haben. Es gibt kein erfolgreiches Land, das wirtschaftlich erfolgreich und mächtig geworden ist, ohne diese Politik. So, das sehe ich genauso, Herr Werner. Jetzt hat Stimmburger lange gewartet am Saalmikrofon. Bitte deine Frage. Also zuerst die Bankenrettung. Wenn die Zentralbank die unsicheren Anleihen in den eigenen Bestand nimmt von den Kreditinstituten, dann gibt es ja da ein historisches Beispiel. Ist das 1914 die Bank of England? Ja, das ist eins. Und dann 1945 die japanische Zentralbank. Und natürlich das dritte, das neueste, also man kann es kaum historisch nennen, September 2008, die Federal Reserve, auch sehr massiv. Ja, okay. Dann Ihr zweiter Vorschlag, der Bankkredit des Staates ist doch eigentlich gleichzusetzen wie mit einem Kassenkredit der Kommune, oder? Weil ich meine ja, die Kommune finanziert sich ja jetzt über einen Kassenkredit. Ja, also wenn das also Kreditschöpfung Bankkassenkredit ist, und ich habe mir da auch ein paar Zahlen angeschaut, und ja, da gibt es Kreditschöpfung, aber selbst die ist ja leider zurückgefahren, sowohl im Wachstum als auch als Anteil der Finanzierung der Kommunen. Aber Sie haben recht, also historisch war ja eben diese Staats- oder auch Lokal-Kommunenfinanzierung durch Kreditschöpfung war ja sehr weit verbreitet in Deutschland. Auch die Bundesregierung hat bis in die 70er Jahre sehr viel durch Bankkredit finanziert und bei den Kommunen hat sich das am längsten gehalten, aber selbst da ist ja massiver Druck, das zu reduzieren, eben sowohl im Flow als auch im Stock in absoluten Zahlen. Und dann die weitere Frage oder die letzte abschließend. Sind wir in einer Rezession oder in einer Stagflation? Wenn wir in einer Rezession oder Depression, Deflation muss ich sagen, sind, dann ist es ja so, dass wenn die Geldschöpfung nicht weiter expandiert, die Sicherheiten, die gegeben wurden, einen Eigentümer bekommen. Ist das vielleicht der Grund, warum diese Lösungen so nicht angegangen werden? Ich glaube, das ist nicht der Grund, um es kurz zu sagen. Denn ich meine, die Banken, also wenn die Wahl hätten, ich meine, die Banken wollen diese Sicherheiten nicht hergeben sozusagen, aber sie haben ja dann auch nicht mehr die Verbindlichkeiten oder sagen wir mal, sie sind dann das Problem auch los, ja. Und daher wäre den Banken das sicher lieber. Also wenn die Banken sagen, wollen sie sowas, dass die Zentralbank ihnen das um 100 abkauft, einschließlich der Sicherheiten, die natürlich übertragen werden, dann werden die Banken sagen, ja, bitte, gerne. Also das kann nicht der Grund sein. So habe ich das nicht gemeint. Also wenn ich jetzt ein Kreditinstitut, es gibt einen Unterschied zwischen Bank und Kreditinstitut. EZB ist eine Bank und die Deutsche Bank ist ein Kreditinstitut. Wenn das Kreditinstitut eine Sicherheit hat von einem Kunden, der Kunde kann nicht mehr bezahlen, dann wird diese Sicherheit marktgeworfen. Die Beteiligungsgesellschaft der Deutschen Bank zum Beispiel nimmt es dann rein, finanziert von der Deutschen Bank. Dann ist doch ein neuer Eigentümer auf diesem Grundstück drauf. Und solange die Depression anhält, wandern doch die Sicherheiten, die gegeben wurden von Nichtbanken, in so eine Beteiligungsgesellschaft.
Richtig, deswegen je länger diese Depression, desto mehr wandert ja der Besitz auch von den vielen zu den wenigen. Ist das der Grund, wieso die Krise hinausgezogen wird? Sagen wir mal so, es gibt eben genug Interessengruppen, die an Krisen Interesse haben, und das erklärt ja wohl auch, warum wir so viele Krisen haben. Weil sonst könnte man es von der Geschichte her ja lernen, wenn man die Geschichte aber nicht kennt. Und ich denke mal, Asmus und Draghi und so weiter, Regling, die kennen ja auch diese Geschichte, dann wären wir nicht in der Krise. Richtig. Aber wir lernen ja eins von der Geschichte, nämlich, dass wir nichts von der Geschichte lernen. Das ist wohl wahr. Herr Werner, wir haben ja in den letzten zwei Veranstaltungen auch den Michael Kumhoff beide persönlich erlebt. Ich möchte jetzt ganz kurz die Brücke schlagen zum Vollgeld und oder zum 100% Reserveansatz oder zum Chicago Plan Revisited, den ja jetzt Michael dieser Tage in Brüssel bei der EZB und bei der Bank of England vorstellen wird. Das hat er mir im Interview letzten Sonntag gesagt. Erste Frage, wird er genauso desillusionierter wiederkommen wie Sie, weil Sie hatten ja vorhin so eine ironische Anmerkung gemacht. Und wie ist Ihre Verbindung zur Monetative? Ich habe meinen Vorschlag der Änderung der Finanzierung der Staaten weg von den Anleihen hin zu Bankkredit, den durfte ich auch an der EZB vortragen im 36. Stock vor ja so um die 50 relativ hochstehenden EZB und Nationalzentralbank Repräsentanten und auch in Brüssel vor Repräsentanten von allen Finanzministerien der ganzen EU. Das war eine Riesenveranstaltung, ich weiß, 200 Leute vielleicht, die haben das auch gehört. Und übrigens auch Bundesbank. Da hat es vielleicht noch die besten Diskussionen gegeben, aber bei den anderen beiden Veranstaltungen war ich doch etwas enttäuscht, also bezüglich Feedback. Ja, es war eigentlich schon erstaunlich, dass man nicht begeistert gesagt hat, wir wollen uns das mal anschauen, oder selbst kritisch gesagt hat, okay, hier ist ein Vorschlag, wir sehen da zwar viele Probleme, aber schauen wir uns das mal an. Nein, bisher war man nicht daran interessiert, und erstaunlicherweise sind auch die Medien sehr, sehr verschlossen dem Vorschlag gegenüber und wollen den, also ich habe es also sehr schwer gefunden, den in den Medien zu lancieren, sowohl in England als auch in Deutschland, insbesondere in Deutschland sehr, sehr schwer, glaube ich. Und ja, warum ist das so? Eins habe ich gemerkt, es gibt einfach doch viele Players, wie gesagt, die eine Krise mögen, und gerade diese europäische Krise, wenn man sich einfach der Tatsache bewusst ist, dass die EZB, die ja ständig zu jedem Zeitpunkt sofort hätte beenden können, dann muss man sich einfach fragen, ja, was cui bono, was für Interesse hat die EZB dran? Und hier ist interessant, dass der EZB-Chef Monsieur Trichet in einer seiner letzten Reden ja gesagt hat, sein Lebensziel ist die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa. Und er ist ja auch einer der Mitautoren des Maastricht-Vertrages, und damals wollten die ja schon den europäischen Zentralstaat. Was fehlt, ist eben Fiskalkontrolle, das europäische Finanzministerium. Und das bedeutet ja die Aufgabe des letzten Zipfelchen von Souveränität, die die Regierungen und Politiker noch haben. Und sowas ist nicht leicht zu arrangieren, sagen wir mal so. Aber während einer Krise, da sehen wir ja, wie jetzt die Budgetgewalt, Fiskalgewalt Schritt für Schritt transferiert wird. Das ist also das Thema der Geldreform. Also bisher haben wir einfach davon gesprochen, von diesen Zyklen und wie die erzeugt werden, wie man die vermeiden kann, wie man die auch schnell beenden kann, wie man die Kosten begrenzen kann, wie man Aufschwung erzeugen kann. Und das ist alles wichtig und muss diskutiert werden. Wenn wir dann soweit sind, dass wir diese Probleme gelöst haben, dann kann man natürlich auch, und man sollte das natürlich früh anfangen, die Frage stellen, ja, ist denn dieses ganze System nicht komisch, wo eigentlich es nicht die Regierung oder die Zentralbank ist, die die Geldmenge schafft und verteilt, sondern meist im Privatsektor befindlich profitorientierte Firmen, die hier Geld schöpfen und verteilen dürfen, was ja auch nicht so weit bekannt ist, und also die Mehrheit würde das ja nicht tragen, wenn es bekannt wäre, deswegen ist es ja nicht so bekannt. Sollten wir nicht ein System haben, wo der Staat das Geld schöpft und verteilt? Und da ist, glaube ich, das ökonomische Argument, volkswirtschaftliche Argument relativ klar und einfach. Das ist natürlich überlegen, und es ist sehr schwer mit Ökonomie darzustellen, dass wir ein
System haben sollen, wo der Privatsektor das Geld schafft und nach seinen Zielen verteilt. Also es ist relativ schnell offensichtlich, dass ein Staatsgeldsystem volkswirtschaftlich überlegen ist dem System, das wir haben. Und da gibt es ja auch historisch sehr, sehr viele Beispiele, wo das erfolgreich gemacht wurde. Das durchzuführen stößt sicherlich auf sehr viel politischen Widerstand und auch Widerstand der Interessengruppen, die natürlich von dem bankkreditbasierenden System Vorteil ziehen. Da möchte ich aber jetzt dazu sagen, dass wir in Deutschland ja eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern natürlich eine viel bessere Position haben, was einfach den Normalbürger, Durchschnittsbürger angeht. Denn wir haben ja in Deutschland Regionalgeld. Die Banken schöpfen Geld und wir haben ja tatsächlich dank dieser großen Reformen im 19. Jahrhundert, die sich sehr gut gehalten haben, es geschafft, dass ein Großteil der Kreditschöpfung und nach gewissen Maßen sogar die Mehrheit der Kreditschöpfung durch Banken stattfindet, die klein sind, die lokal sind, die nicht profitorientiert sind, die sozusagen dem Volk gehören und lokal Kreditgeld schöpfen und verteilen, also die Sparkassen und die Volksbanken. Und das ist natürlich schon ein gutes System innerhalb dieses komischen Systems der Bankkreditschöpfung. Wir haben also sozusagen schon was sehr Gutes draus gemacht. Da ist also wichtig, dass wir unsere Sparkassen und Volksbanken pflegen. Die sind natürlich auf der Abschussliste der Großbanken, nicht nur in Deutschland, auch international. Da kommt ja immer Druck aus London und Brüssel, dass die privatisiert werden sollen und im Prinzip das System soll zerstört werden. Das ist natürlich sehr gut für Wachstum. Das ist ein Kerngrund, warum die deutsche Wirtschaft so gut läuft, warum wir so eine erfolgreiche Wirtschaft haben, weil wir sehr viele kleine mittelständische Unternehmen haben, die sich finanzieren können. Ich sehe das hier aus England, wo das alles überhaupt nicht gibt. Wir haben 5 Großbanken, die sind über 90% des Banksektors und die wollen keine Kredite an kleine Unternehmen vergeben, sondern eben nur Großkredite an Großspekulanten. Und das zerstört natürlich die Wirtschaft und führt dazu, dass man nicht mehr nachhaltig produktiv Kreditschöpfung betreiben kann, eben Wachstum ohne Inflation, sondern man hat dann immer Probleme. Und insofern geht es uns eh besser in Deutschland als in anderen Ländern. Das macht es natürlich weniger dramatisch dringend, das System zu ändern, aber es macht es dringend, erstmal unsere Volksbanken und Sparkassen zu pflegen, zu unterstützen und zu schätzen und gegen die Angriffe, denen sie schon ausgesetzt waren und weiter ausgesetzt sein werden, zu verteidigen. Aber gleichzeitig auch auf internationaler Ebene muss man natürlich auch die Argumente durchgehen, die dafür sprechen, überhaupt das System zu ändern. Und da gibt es natürlich schon viele Argumente. Ich würde nochmal gern kurz zurückkommen auf Ihre vorige Rettungsargumentation. Sehen Sie da vielleicht einen Widerspruch, wenn Sie einerseits sagen, Kredite sollten für produktive Zwecke geschöpft werden und dann aber andererseits sagen, naja, der Staat soll Kredite bekommen und dieser gibt es dann als Arbeitslosengeld oder ähnliches aus, was ja dann im Prinzip erstmal nicht produktiv wäre. Ist da ein Widerspruch? Okay, also erstmal eine Unterscheidung zwischen produktiv und nicht produktiv ist, sind das Transaktionen, die Teil vom BIP sind und da zu Wirtschaftswachstum führen, ja oder nein? Denn der Nicht-BIP-Kredit, das heißt der Finanzkredit, der ist eben nicht nur unproduktiv, sondern führt eben nicht zu Wirtschaftswachstum. Es gibt dann innerhalb der BIP-Kredite die also ja auf Konsum angelegt sind und in diesem Sinne nicht produktiv sind, aber doch zu Wirtschaftswachstum führen. Und die sind natürlich in einer Rezession mit Deflation, wie wir das eben in Irland, Spanien, Portugal, Griechenland haben, doch wichtig und gut. Mit anderen Worten, das ist einfach jetzt eine zyklische Politik, wo wir Kreditschrumpfung haben, Deflation und Arbeitslosigkeit, nicht 50% Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, das ist unvorstellbar, und wo eigentlich jede Ausgabe dadurch nicht zu Inflation führt, dass wir ja Deflation haben. Und das muss man also so sehen, das ist also eben für diesen Punkt im Zyklus eine Maßnahme. Aber andererseits, es gibt noch eine andere Begründung und eben warum ich da keinen Widerspruch sehe. Ich sprach ja davon, dass nur die bereits schon beschlossenen Staatsausgabenprogramme
und in diesen Peripherieländern sind die alle extrem am Schrumpfen, dass die eben nur anders finanziert werden. Das heißt, wir haben eh schon beschlossen, wie das ausgegeben wird, und das heißt, der IWF und EU und EZB haben da beschlossen, was die noch ausgeben dürfen, und das ist eh schon jetzt sicherlich in deutlich größerem Maße als bevor produktiver als vielleicht je zuvor. Und es ist Regierungsausgaben, wo doch ja ein Großteil in einem makroökonomischen Sinne produktiv sind. Denn es ist ja auch produktiv, wenn wir in den Gesundheitssektor investieren und schauen, dass die Leute gesund sind. Es ist auch produktiv, wenn wir schauen, dass ein gewisses Minimum an Lebensstandard und Lebensqualität für alle da ist, denn das schafft Gleichheit. Und Gleichheit ist extrem produktiv. Es wurde ja bewiesen, dass Ungleichheit sowohl die Gesundheit zerstört, in Ländern, wo mehr Ungleichheit herrscht, sind die Leute ungesünder, und eben auch die Produktivität reduziert und so weiter. Also da gibt es eben auch noch weitere Begründungen, aber man kann das halt viel einfacher dadurch erklären, das ist jetzt eine Rezession, wir haben Deflation, daher hilft das jetzt auch und ist dadurch gerechtfertigt. Aber es gibt noch andere Begründungen. Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf Ihren Plan zur Bankenrettung. Und das sind noch ein paar Feinheiten und die Einwände sind ja noch nicht so wirklich vorgetragen worden. Und zwar zunächst mal, diese Refinanzierung, die könnte man natürlich gleich über die Zentralbank machen und dann wäre unterm Strich noch weniger Zinsen zu zahlen, weil selbst die Zinsen, die bezahlt werden, laufen in Form von Gewinne wieder zurück an den Staat. Warum wollen Sie den Schritt nicht mitgehen? Wir reden ja darüber, Sie sagen, wenn Kredite auslaufen bei den Staaten, dann sollen die nicht mehr über Staatsschuldverschreibungen, sondern über direkte Kredite bei Banken. Der Sinn und Zweck, und da bin ich mit Ihnen einer Meinung, das führt letztendlich zu einer Geldschöpfung, die wieder die Produktion antreibt. Aber man könnte natürlich das Gleiche machen, indem man sagt, warum Geschäftsbanken, warum nicht gleich bei der Zentralbank die Verschuldung, dann sind die Kredite direkt, okay, ich weiß es. Ja, und ja. Die Zinsen, die bezahlt werden, fließen als Gewinne wieder zurück an die Staaten. Das heißt, es wäre eine Verschuldung zum Nulltarif. Ja, oder noch besser, warum eben überhaupt durch Kredite finanzieren? Warum gibt der Staat nicht selbst das Geld aus? Genau, mit anderen Worten Staatsgeld. Und ja, das ist einfach, was ich vorher schon gesagt habe, das ist eben dann Geldsystemreform. Und ja, langfristig sollte man das sicher, man sollte sich sicher jederzeit überlegen und es wäre gut, wenn wir das einführen können. Vielleicht kurzfristig, ja, schwierig politisch durchzusetzen, aber ja, sicherlich, und ich sage das ja auch in meinen Veröffentlichungen, besseres System. Also ich stimme Ihnen da schon zu. Aber der Grund, warum ich das eben nicht betone, ist, weil die Hürden natürlich viel größer sind, das jemals so zu machen. Herr Werner, aber deswegen sind Sie ja hier. Das ist eine politische Partei, die Piratenpartei. Wir waren bei der Monetative, die auch deutlich an Zuspruch gewinnt in Deutschland und auch in der Schweiz. Wir haben jetzt die Demokratie e.V., die hat die größte Klage mit 35.000 Unterschriften beim Bundesverfassungsgericht gegen den ESM und den Fiskalpakt eingebracht. Die planen jetzt eine Volksbefragung, die zwar auf Bundesebene nicht möglich ist, aber vielleicht auf Länderebene für eine Geldsystemreform. Und wenn die Piraten, also sage ich mal, dieses Konzept auch mit aufnehmen und aufklärerisch in die Bevölkerung tragen, dann könnten wir halt eine Multiplikatorenwirkung haben, wie die Verhaltensökonomie uns zeigt, dass halt, wenn 100 von einer Million etwas wissen oder als gut befinden, dann sind es nur Extremisten. Wenn es 1000 sind, dann, naja, werden sie zur Seite geschoben. Wenn es 10.000 sind, fängt es irgendwann mal an, dass es sich auswirkt, dann sind es schon die frühen Innovatoren und dass man so einfach hier politisch das System versucht halt zu verändern. Ja, sicherlich. Also, ich würde da vielleicht nur als Empfehlung auf den Weg geben, dass man, wenn man schon so eine Geldreform durchführt und anstrebt, dass man die dann auch so anlegt, dass sie dann zukunftssicher ist und nicht wieder von einem möglicherweise in der Zukunft aufkommenden gestärkten Banksektor wieder verändert wird. Und zwar, indem man eben nicht der Zentralbank die Aufgabe gibt, das Geld auszugeben, sondern man gar keine Zentralbank mehr hat, sondern die Regierung, der Staat, das Geld ausgibt. Denn der Staat gibt ja auch schon Staatsanleihen aus. Warum denn Staatsanleihen ausgeben, wenn wir Geld ausgeben können, das natürlich zinsfrei ist? Und das ist sicherlich das Beste. Denn wenn man jetzt sagt, okay, die Zentralbank soll das machen, dann
Und da sind wir auch wieder verwöhnt in Deutschland von der guten Bundesbank, aber die Zentralbanken sind ja in anderen Ländern nicht so nett und gut gewesen, wie die Bundesbank das war. Auch in Deutschland der Vorgänger der Bundesbank, Reichsbank und so weiter. Man muss einfach damit rechnen, dass Zentralbanken auch wieder von Interessengruppen eingefangen werden und dass dann doch wieder, sobald man einfach eine institutionelle Trennung hat zwischen dem Geldausgeber und dem Souverän, dann ist der Souverän nicht mehr souverän. Und dann kann ja irgendwann die Zentralbank sagen, ja, ihr müsst da Zinsen zahlen, oder dann kommt die Debatte wieder auf, Zentralbank soll sehr unabhängig sein, und das bedeutet dann, dass einfach, wenn man die Leute reinkriegt, die einem passen, dann hat man die Zentralbank wieder unter Kontrolle und die kann dann wieder Sachen machen, die dem Staat und der Wirtschaft schaden. Das ist leider die Gefahr, die ich sehe vom historischen Track Record der Zentralbanken. Und da, also wenn, dann soll der Staat das Geld ausgeben. Ja, wir haben das ja schon bei Münzen so. Münzen werden auf die Art und Weise ausgegeben, da wird der Geldschöpfungsgewinn gleich auf einen Schlag realisiert. Und das wäre dann im Grunde genommen analog. Aber ich glaube, die Zentralbank bräuchte ja für die Geldpolitik dann trotzdem noch die Möglichkeit der Geldschöpfung etc. Aber wenn der Staat es ausgibt, meines Erachtens verliert dann die Zentralbank die Unfähigkeit, nicht zahlungsfähig zu werden zu können. Das wäre natürlich dann der Nachteil. Ja, aber wir brauchen ja gar keine Zentralbank. Ja, okay, wäre dann ein anderes Währungssystem, ein deutlich anderes. Okay, aber ich wollte noch mal zurückkommen jetzt zu den Einwänden. Sind wir uns einig, dass bei Ihrem Plan Gewinner sind die Banken, da keine Abschreibungen auf Kredite vorgenommen werden müssen? Ist das d'accord? Wir wollen den Banken ja helfen, dass sie wieder starke Bilanzen kriegen. Und insofern, per Definition, wenn wir das schaffen, dann sind sie Gewinner. Aber gleichzeitig habe ich auch gesagt, ich habe das vorausgeschickt, die müssen natürlich bestraft werden für die Probleme, die sie vorher geschaffen haben, sodass sie das eben nicht mehr machen können. Das muss daher verbunden werden mit Auflagen, einschließlich Kreditlenkung, mindestens, wenn nicht sogar mehr, wie jetzt gerade besprochen, Geldreform. Okay. Gewinner sind auch die Schuldner, die die Kredite nicht zurückbezahlen müssen. Ist es auch in Ordnung? Ist es auch das einfach abhaken? Das ist noch eine offene Frage, die ich jetzt gar nicht angesprochen habe, ob die das überhaupt noch zurückzahlen sollen oder nicht. Meiner Ansicht nach sollte man das demokratisch besprechen und entscheiden. Das wird ja eigentlich auch nie gemacht. Was gemacht wird, ist, dass die das immer noch zurückzahlen müssen, auch wenn der Steuerzahler die Banken schon wieder entschädigt hat und wieder saniert hat, wie das ja immer stattfindet. Also immer der Steuerzahler, der das zahlen muss. Und trotzdem müssen dann noch die Leute ihre Kredite zurückzahlen. Klar, da besteht natürlich diese Gerechtigkeitsanspruch. Die haben das Geld gehabt, andere haben sich es nicht geholt und die müssen sie jetzt nicht zurückzahlen. Das ist dann im Prinzip eine politische Frage. Teilweise sind das dann schon auch harte Fälle, wo Leute dann ihre Wohnung verlassen müssen mit Familie und stehen auf der Straße, und das sollte man auch vermeiden. Also da kann man das sicher durchsprechen und eine für alle annehmbare Lösung finden, die besser ist, als wie das jetzt gemacht wird, wo einfach dann Leute auf die Straße gestellt werden oder eben weiterhin ihr Leben lang zurückzahlen müssen, obwohl sie ja diese Spekulationskredite von den Banken aufgeschwatzt bekamen und so weiter, nicht? Also das kann man politisch dann, sollte man politisch lösen, das ist eine politische Frage, und da gibt es sicher für alle annehmbare, bessere Lösungen. Okay, vielen Dank. Meine Frage ist ganz kurz an Sie, Herr Werner. Ist für Sie das gesetzliche Zahlungsmittel, was ich annehme, was eine Institution, die dann nicht mehr Zentralbank ist, eben emittieren würde, also Staatsgeld, ist gesetzliches Zahlungsmittel für Sie immer und automatisch auch allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, oder gibt es da noch zusätzliche Bedingungen, die Geld zum allgemein akzeptierten Zahlungsmittel machen? Das ist auch wieder ein großes Thema, aber das Wichtigste ist einfach, dass der Staat, und da sehen wir eben auch die Rolle des Staates im Geldsystem, dass Geld zur Zahlung von Steuern akzeptiert. Und damit wird ja alles zu Geld. Das ist das Wichtigste. Und das ist eben ja so eine Art staatliche Theorie des Geldes, knapp. Ich glaube, er ist nicht ganz so formuliert, aber im Prinzip, der Staat kann das eben bestimmen. Und das zeigt eben auch, dass ja doch im Endeffekt hinterm Geldsystem der Staat steht und die Steuergewalt und die Staatsgewalt eben. Das sollte man, wenn man gerade von Reformen spricht, dann auf
regionaler, lokaler Ebene auch verwenden. Und im Endeffekt eine der Reformen, die ich also im Hinsicht von der Geldreform vorschlage, ist ja, dass man nicht nur dann Staatsgeld einführt, sondern das auch dezentralisiert, sodass die, und jemand hat ja auch Kommunen erwähnt, die lokalen, die Städte und Kommunen dann eben auch Staatsgeldschöpfungsgewalt haben, indem sie eben dann auch das Geld, das lokal emittiert wird, für Steuerzahlungen verwenden. Das kann die gleiche Währung sein, das kann auch eine andere Währung sein. Das könnte man noch besprechen, wie man das machen will. Aber das wäre schon wichtig hinsichtlich Nachhaltigkeitsüberlegungen, dass man das eben dann auf Lokalebene dezentralisiert, sodass also eben da auch Geld geschöpft werden kann, was ja tatsächlich in Deutschland eh schon im jetzigen System durch die Sparkassen und Volksbanken stattfindet, aber dann eben ohne Zins. Ja, wäre man nicht sogar auf die Regionalität eingeschränkt, wenn das einzige Akzeptanzkriterium die Möglichkeit, Steuern zu bezahlen ist? Oder anders gesagt, natürlich kann der Staat innerhalb seiner Jurisdiktion seinen Schäfchen, wenn man so will, das Zahlungsmittel für die Schulden gegenüber dem Zentralstaat vorschreiben. Das geht schon. Aber allen, die sich außerhalb der Jurisdiktion befinden, kann man dieses Steuerzahlungsmittel oder Sie nennen das Geld, dieses Steuerzahlungsmittel kann man denen ja nicht vorschreiben. Also richtig. Welche Akzeptanz hätte ein solches Staatszahlungsmittel außerhalb der Jurisdiktion oder der Regionalität, wie Sie das sagen? Das wird dann der Markt zeigen sozusagen, aber warum sehen Sie das als wichtigen Punkt? Ich meine, wir haben ja jetzt auch ein System, wo Fiat-Geld, das in anderen Ländern eigentlich nicht verwendbar ist, existiert und trotzdem haben wir internationale Transfers von Kaufkraft und das kann man dann genauso auch durchführen, meiner Ansicht nach, wenn man das halt auf Staatsgeld oder eben sogar Kommunengeldebene durchführt. Das ist also grundsätzlich möglich, meiner Ansicht nach. Es war viel die Rede jetzt von Staat und Regierung. Ich trenne den Staat und die Regierung. Wir, die Bevölkerung, sind der Staat, beauftragen Volksvertreter für den Bundestag, die Gesetze beschließen und dann sozusagen mit diesen Gesetzen die Regierung beauftragen, diese umzusetzen. Also so definiere ich das. Jetzt geht diese Regierung her und zapft die KfW, das ist eine weitere Bank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, zapft die KfW an, die Gewinne, die sie gemacht hat, in den Bundeshaushalt reinzuziehen, wobei die KfW ja immer zweitrangige Kredite vergibt. Also das sind unsichere Kredite und in der Depression, in der wir jetzt sind, in der Deflation, werden früher oder später dann die Gewinne ja eben nicht mehr da sein, beziehungsweise das Polster ist nicht mehr da, liegt dann beim Herrn Schäuble auf dem Konto. Wie können wir als Partei dieses Thema Geld und wie die Regierung umgeht mit unserem Geld oder das noch nicht bezahlte Geld, beziehungsweise noch nicht in Steuern bezahlte Geld, wie können wir Thema mehr publik machen, auch in der breiten Öffentlichkeit? Gute Frage. Das muss ich mir auch noch überlegen. Das möchte ich auch gerne wissen. Medien sind natürlich wichtig, aber gut, mit Internet und wie Sie das ja alle schon machen hier, Sie machen da sicher einiges richtig. Ja, da müssen wir uns noch gute Strategien ausdenken. Aber ja, wie wir die Leute erreichen mit neuen Medien und auch existierenden Medien. Eine ganz kurze Frage, Herr Werner, was ist Geld? Eine kurze, aber schwierige Frage. Das hängt jetzt völlig vom Kontext ab, ob Sie das aus ökonomischer, soziologischer und so weiter Sicht betrachten, ob Sie eine abstrakte Antwort haben wollen, die zwar stimmt, aber eben abstrakt ist, oder ob Sie was Konkretes wollen. Vielleicht von meiner Sicht als Forscher, der mit Daten arbeitet und auch gerne Sachen messen möchte. Und wenn ich jetzt sage, ja, was ist jetzt Geld, dann heißt das eben auch, also jetzt mal nicht eben abstrakt gesprochen, sondern relativ konkret, wir wollen das messen, wir wollen eine Grafik, wo das Geldwachstum gezeigt wird und so weiter. Was nehmen wir da am besten als Daten? Also ich erlaube mir einfach, das jetzt diese mögliche Interpretation zu wählen, weil das eine für mich oft vorkommende ist. Und dann würde ich sagen, das Geld ist tatsächlich Kreditschöpfung. Man betrachtet es also eben im Wachstum
Und die Kreditschöpfung ist die Entstehung neuer Kaufkraft, die interessant ist und wichtig zu messen ist, weil sie eben direkt mit Wirtschaftswachstum und Vermögenspreisebewegungen und Inflation und so weiter und auch Bankenkrisen und so weiter verbunden ist. Also da ist die Definition des Geldes, ist Kredit oder genauer gesagt Kreditschöpfung. Was anders ausgedrückt die tatsächlich verwendete Kaufkraft ist oder effektive Kaufkraft. Andere Geldmaßstäbe, wenn Sie es eben Daten anschauen, Sie kriegen von den Zentralbanken M1 oder M0, M1, M2, M3, M4 vorgesetzt. Das sind nicht effektive Kaufkraftmaßstäbe und daher sind sie eigentlich nicht so interessant und sind eigentlich nicht Geld, sondern das sind ja eigentlich Ersparnisaggregate. Während wenn Sie Kreditschöpfung anschauen, dann haben Sie tatsächlich verwendetes Geld, das für Kaufkraft verwendet, für Transaktionen verwendet wird. Hatten Sie an so eine Datendefinition gedacht oder wollten Sie was Abstrakteres, vielleicht Weiseres hören? Ich wollte einfach nur etwas Einfacheres hören. Kredit, Geld ist Kredit. Wie wäre das? Geld ist Schuld. Ja, in unserem System natürlich. Also wie gesagt, und es ist eben nicht die Frage, was sollte es sein oder was kann es sein, sondern was ist es in unserem System? Dann ist die Antwort Kredit. Und Kredit ist ja Schuld. Wir haben ein schuldbasierendes Geldsystem. Und was ist Schuld? Schuld ist ein Anspruch auf Geld. Also praktisch dieser Definition, Geld ist ein Anspruch auf Geld. Ja, also das sehe ich auch, aber ich glaube nicht, dass ich es oft verwenden werde, weil es halt dann eine zirkuläre Argumentation wird, die einen vielleicht doch nicht weiterbringt. Während wenn man jetzt sagt, das ist Kredit, das kann man tatsächlich anwenden, man kann sich die Daten holen. Wenn Sie jetzt sagen, Geld ist ein Anspruch auf Geld, welche Daten nehme ich jetzt da? Auch ganz einfach. Das ist ja der erste Teil einer rekursiven Definition und dann der unterste Satz wäre dann, Geld ist ein Anspruch auf Geld gegen die Zentralbank. Und das wäre dann die M0. Und darauf bauen das folgt aber nicht meiner Ansicht nach. Das folgt nicht daraus. Das wäre der Rekursionsanfang. Bei einer rekursiven Definition, dass es kein Zirkelschluss wird, brauchen Sie einen Rekursionsanfang. Und der Rekursionsanfang wäre der Satz, Geld ist ein Anspruch auf Geld gegen die Zentralbank. Das heißt, hier wird der Schuldner bestimmt, während in der anderen Definition der Schuldner und Gläubiger offen sind. Also wenn man sagt, Geld ist ein Anspruch auf Geld und dann stellt man sich die Frage, wie messe ich das, dann wird man doch wieder auf Kreditschöpfung kommen, denn das sind ja auch lauter Ansprüche. Okay. Aber so messen wir eben die tatsächlich in Kaufkraft umgesetzten Ansprüche, okay. Das heißt eben Kredit. Nicht nur. Sie haben dann im Grunde genommen das, was man Financial Instruments nennt, nämlich alle Verträge. Anspruch verstehe ich jetzt als Rechtsanspruch, praktisch als ein juristischer Anspruch, ein subjektives Recht. Und dann sind es alle Verträge, in denen Ansprüche auf Geld festgelegt sind. Aber Zentralbankgeld ist doch gar kein Geld. Also doch, wenn wir das debattieren wollen, Zentralbankgeld ist kein Geld. Nein, warum soll das Geld sein? Ja, sage ich Ihnen, die Banknoten und Münzen oder die Banknoten, die sind ein Anspruch auf Geld. Okay, das habe ich jetzt vergessen, was Sie die auch noch haben, weil die so klein sind vom Betrag her. Ja, nein. Der Hauptteil des Zentralbankgeldes ist ja Buchgeld der Zentralbank, und zwar die sogenannten Reserven. Und das ist eigentlich kein Geld in unserem normalen Sinne, denn das zirkuliert ja nicht mal in der Wirtschaft. Das kann kein Mensch verwenden. Doch, ich glaube, Geld ist es schon, aber es zählt nicht zur Geldmenge. Und da müsste man sich natürlich überlegen, ob man die Geldmenge, so wie sie heute abgegrenzt wird, dass man sagt, Geld ist zur Geldmenge zählt nur das Geld bei den Nichtbanken, ob man das nicht auch mal neu überdenken müsste. Und mein Vorschlag wäre da, dass man tatsächlich alle Kredite, die man messen kann, sprich oder alle Schuldverhältnisse, die man messen kann, nimmt, aber dann natürlich auch den Teil der Schuldverhältnisse, nämlich das Chiralgeld und so weiter, das ist dann ein besonderer Teil. Ich glaube, alle Schuldverhältnisse können Sie deswegen nicht nehmen, weil ja viele nicht transferierbar sind. Und die Transferierbarkeit ist wichtig. Und daher sind wir dann doch wieder beim Kredit. Ich mache jetzt hier einen Cut. Ihr beide habt ja auch eine direkte Skype-Verbindung. Und ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Professor Werner. Ich weiß, dass Sie die nächsten Tage jetzt nach Asien fliegen und dass wir das noch gerade so hinbekommen haben vor Ihrer Reise. Ich weise noch darauf hin,
dass man sie am 1. Dezember 2012 in Berlin wieder diskutieren sehen kann mit, ich glaube, in einer Diskussionsrunde mit Thomas Meyers, ist das sogenannte Denkwerk Zukunft, Leben ohne Zins und Wachstum. Wer da Interesse hat, kann Herrn Professor Werner auch dort wieder sehen. Seine anderen, sage ich mal, YouTube und Folien haben wir hier im Pad, was vorhin abgestürzt ist, auch hinterlegt. Also noch einmal vielen, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns. Und ja, ich hoffe uns beiden, dass wir genug Aufklärung hier in die Gesellschaft bekommen, dass wir die heute besprochenen Ziele realisieren werden können. Jawohl, vielen Dank. Und wer interessiert ist, schauen Sie sich doch mal mein Buch an auf Deutsch, Neue Wirtschaftspolitik, Wahlen Verlag 2007, noch vor der Bankenkrise, aber hat ja schon das Ganze drin gehabt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ich hätte noch mal eine Frage an Sie, Herr Werner. Wie haben Sie jetzt diese Diskussion empfunden? Was war Ihr Eindruck jetzt von dieser Veranstaltung? Ja, ganz gut, ganz normal. Also ein ganz normaler Eindruck. Sie meinen jetzt, weil es online virtuell war sozusagen, anstelle von echt, gut, das ist ja ist schon interessant. Ich meine, man macht ja Konferenzanrufe, wo eben auch mehr Leute beteiligt sind. Und so viele haben sich jetzt auch nicht gemeldet. Also insofern war es eigentlich ähnlich wie ein Conference Call, würde ich mal sagen. Alles klar, besten Dank. Okay, tschüss dann, wiederschauen.